Und dann mach ich einmal. Und den Spike. Und wir haben ja unser eigenes Synchronisierungsgeräusch. Prost, Prost. Prost, Prost, die Dame. Prost, die Herren. Die Milchgläser. An der Milchbar. Prost. Prost. Vorsicht auf das. So, die Zuschauer haben auch mitgezählt. Dann wissen Sie jetzt, wie viele Anschläge es waren und automatisch, wie viele Personen es waren. Und Alexa, bitte bestell mir ein Puppenhaus. Das müsste sein. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 287. Heute ist der 12.01.2017. Zehnte. Danke. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse und heute haben wir da Johnny, Martin, Stefan, Gregor, Horst, Dennis, Ari und Melanie. Freude, ja, das sind ganz viele, endlich. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooComics.com, der Online-Marketing-Agentur von Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen Dank ans Klebemonster, an unsere Flatterer, an unsere Patreonen, an unsere Feedbacker. Und an die, die auf den Amazon-Button gedrückt haben. Wir haben tatsächlich auch, was gekriegt. Und auch an alle anderen, die so durchhalten. Genau, super. An die Hoster vom Titanpad. Ah, an die Hoster von Titanpad, auf das sie noch vielleicht sich überlegen mögen, weiterzumachen. Wobei ich mir überlegt habe, man könnte das Titanpad ja auch selber hosten, oder? Wir haben Feedback. Okay. Hat jemand das Feedback von Bernd Schlapsi ausgedruckt? Nein. Nicht. War das ein Google-Formular? Wieso ja. Ich immer die Notifications Nein, diesmal nicht, leider. Müssen wir das nächste Mal machen. Dann danke Bernd und wir lesen es vor, sobald der Gregor es gelesen hat. Das war ein technisches Feedback. Ja, sehr gut. Termine haben wir? Na, haben wir nicht, nein. Können wir eigentlich direkt in den Teaser. Ja, dann fangen wir an. Johnny, hast du uns Themen mitgebracht, worüber du heute reden wirst? Na, eigentlich nur ein ganz kleines, aber ich hoffe, ihr habt nicht darüber gesprochen, über Signal, den Messenger und die Zensurumgehungsmaßnahmen in Ägypten, das Domain-Fronting wollte ich kurz ansprechen. Okay, Domain-Fronting nicht, Signal haben wir kurz darüber gesprochen. Ja, können wir aber wieder, können wir weiter drüber sprechen. Ein technisches Thema, aber sonst vielleicht. Ich mische mir einfach ein, wenn was Interessantes kommt. Passt. Sehr gut. Stefan? Federn und Bowlingkugeln. Sehr schön. Ich war im Casino baden. Millionen verzockt. Deswegen heute mit Monokel. Und sogar ein 3D-Monokel. Ich bin gekommen, weil du 10-mal nach mir verlangt hast letzte Woche. Danke. Deswegen dachte ich, deine Bedürfnisse über Filme zu reden, den Wunsch will ich dir erfüllen. Also irgendwann, du sprichst an Bauer unser. Oder? Richtig. Und gerne jeder andere Film, über den jemand reden möchte, gebe ich qualifizierte und unqualifizierte Meinung ab. Ich würde La La Land nur noch ganz kurz empfehlen, der kommt jetzt ins Kino. Und ich rede hast du ja schon mal rezensiert. Im Oktober habe ich drüber geredet. Hattest du ihn da schon gesehen? Ja, da hatte ich den schon gesehen. Und ich empfehle ihn nur, weil ich habe ja schon damals darüber geredet, aber selber rede ich heute über Monitoring mit Prometheus. Okay. Ich bin auch für Bauer Unser da. Ich wurde aber nicht 10-mal angefragt, sondern da habe ich das gelöst. Ich habe auch das Sühnhaus gesehen vor kurzem, ein Wiener Film, aufgrund der großen Menge, aber hier kann ich mir das auch für ein anderes Mal aufsparen. Aber schauen wir mal. Ciao. Jo. Ja, ich habe wahnsinnig viel gespielt. Sehr gut. Yay. Was? Mass Effect 1 und 2 in einem Rutsch durch, Shadowrun Returns und Shadowrun Returns Dragonfall und dann eigentlich noch zwei Science-Fiction-Roguelikes, Out There und Battle Void Arena. Ich cool. Ich auch so rein Teufel. Ja, sehr gut. Ja. Dann mache ich von meiner neuen selbsternannten Moderationsfunktion Gebrauch. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich bestimme ab jetzt, welche Themen Fazit nicht. Ja, das war mein neuer Abend. Das ist schöne 287 Folgen. Das war die letzte. Ja. Johnny, kann ich dich ein bisschen nach hinten setzen mit dem Thema? Okay, ich wollte ja nur eben noch mal vorbeischauen, weil ich schon lange nicht da war.
Bevor wir zu den Themen kommen, ja. Ich möchte nur ankündigen, bevor ich es vergesse. Wir haben noch zwei Kapuzenpullover, nämlich Nix Hoodie. Ah ja. Von Klebemonster. Wir haben ja das Video online gestellt, wo wir es werden. Und ich habe die zwei. Ach so, du. Ich habe also zu Hause noch zwei Kartons mit, glaube ich, in Large oder was? X Large, was wir haben. Weiß ich nicht, werde ich noch nachschauen, aber stellt euch auf große Größe ein. Und zwei Pullover zu verlosen. Und wie also machen wir das? Wir überlegen uns eine total an unsere Feedback-Geber. Man muss uns Feedback geben, oder? Feedback, man muss persönlich das schon, herkommen. Das ist schon zu wenig. Aber keine Wissensfrage, habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, aha, wir stellen eine Aufgabe, aber nichts, was mit Wissen abfragen zu tun hat. Du wirst das im Laufe der Sendung noch erläutern. Kreatives, okay. Singt uns was. Nein, irgendwas Partizipatives. Ja. Ja, so. Im öffentlichen Raum. Ja, ja, man könnte ja, zum Beispiel auch eine Überwindungsschwelle so. Noch ein bisschen nach oben. Die sind übrigens sehr, sehr toll, diese Biertaucher-Kapuzis. Yep, ja, am Kongress waren wir das Highlight damit. Ne? Passen jetzt bitte, zum winterlichen Wetter. Mhm. Stefan schaut blendend aus damit. Schick. Die wurde auch das schon angefragt in der Verwandtschaft. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, da wir zwei seltene Gäste haben. Fangen wir mit dem Bauer uns an, gescheites Öko-Thema, und gehen dann in den weniger politischen Bereich über, wenn das fertig ist. Den langweiligen Pechteil. Was hast du gesagt? Du das Öko-Thema nicht politisch. Das Öko-Thema ist politisch. Also, ist politisch. Also, ja, normalerweise mache ich immer die Tech-Themen, weil die so fad sind, und dann mache ich langsam auf. Das ist umgekehrt. Wir wissen deine Wertschätzung sehr zu schätzen. Okay. Dann Melanie, Harry, wir haben uns Bauer unser zu dritt angeschaut. Ja, schöner Kinoabend. Ja. Harry, dir hat der Film, glaube ich, von uns dreien am wenigsten zugesagt. Er hat nur einfach den kritischen Blick drauf. Hast du letzte Woche, ich habe schon wieder vergessen, kurz erwähnt, worum es ging? Nur ganz kurz, es geht um die österreichische Agrarindustrie. Beziehungsweise auch um die Nicht-Industrie, ja. Also Entwürfe von Landwirtschaft zum einen, dass man riesig produzieren muss, dass man, da war ein Schweinebauer, der sogar mit Verlust produziert, aber er kann nicht aufhören, weil aufhören wäre irgendwie noch schlimmer. Und die große Kritik war ja, die unterm Strich so kam, dass die Industrie vorgibt und selbst schon in den Schulen die Jungbauern und diejenigen, die es werden wollen, denen die Präsentationen den Lehrenden zur Verfügung stellt. Die Verpflichtung. Der damit dann man muss immer höher skalieren und höher skalieren und höher skalieren, der einzige Weg ist in der Landwirtschaft. Ja. Also das war so die Grundmessage. Also quasi ein guter Querschnitt, so quasi, wie schaut es jetzt aus in Österreich anhand von eh den größten Produzenten für, du hast ja gesagt, es war einfach nur Fleisch und Eier. Hatten wir Gemüse, hatten wir nicht. Wir hatten Geflügel, Eier. Und Schweinebauer war Rindbauer. Und dann sehr alternative Bauern. Also aus jeder dieser großen Bereiche, die man sich halt denkt, war einer oder eine. Ja, der größte Vertreter. Und eben eine Alternative, ein alternatives Beispiel. Kommt es im Film raus, warum der nicht aufhören kann, der mit Verlust produziert? Ja, doch, sie machen es recht. Also die werden immer wieder interviewt und also die Interviews dann so gegengeschnitten. Und man lernt halt mehrere österreichische landwirtschaftliche Produktionsbetriebe kennen und dann halt immer wieder auch Vertreter von jetzt Agrarlobbyisten und Industrievertretern und auch Politaktivisten. So wie ich das verstanden habe, und ich weiß auch, dass es so ist, dass es ja, er hat Kredite. Und die Kredite kann er zumindest teilweise bedienen. Und wenn er die Kredite gar nicht bedienen würde, also er verlangsamt nur dadurch das Produzieren. Genau. Das heißt, sein Verlust ist geringer, als wenn er sofort einen Riesenverlust hätte und ihm alles gepfändet werden würde und er würde nie wieder was verdienen können, weil alles sein ganzes Einkommen würde nur noch zur Kreditabdeckung dienen und dienen. Und gleichzeitig muss er aber auch immer wieder erneuern und immer wieder skalieren. Und dieser Schweinebauer, den das betroffen hat, der muss ja Ferkel kaufen. Die Ferkel kosten, er hat den Preis gesagt. Ja, was war's? Die 600? 53. Irgendwie sowas. Ein paar hundert kostet ein Ferkel und er kauft immer 1300 auf einmal. Und das ist natürlich das jetzt, was auf Kapital bewegt wird. Und das muss er natürlich immer zwischenfinanzieren. Und also die sind ja richtige Cashflow-Experten, weil dann dauert das Schweindl wieder mindestens x Monate, Wochen, Tage, was auch, oder das Händel oder die Eier, was auch immer das Produkt ist. Und dann hat er wieder einen Cash-Influx. Und so ist das halt hin und her. Und da operiert er halt wirklich am Limit. Und er braucht aber diese... Also da waren so, wir haben ja nur einen Raum gesehen und Anführungszeichen, dieser Raum bestand aus 2x5
Boxen. So Box, nicht ungefähr so groß, aber mit einem Raum hier, also so 3x3 würde ich jetzt mal schätzen. Ich bin schlecht im Schätzen, aber vielleicht 5x5, ich weiß es nicht. Und da waren dann halt 20 Tiere drin. Und dann am Schluss waren auch 20 Tiere drin, nur konnten sie sich dann halt nicht mehr bewegen, weil sie halt groß und dick waren und was hergeben, das man verkaufen kann. Und ja, das war halt so die... Also es war ein sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr zeitgeistiger, sehr anklagender Film. Also man kann auch sicher... Die Gegenmeinung wurde nicht eingeholt, sagen wir mal so. Das, ja, sie haben schon den einen von der Landwirtschaftskammer unterhalten. Ja, stimmt. Sind die Vertreterkammern auch vor von, ja, von Schädinger, die großen Bündnisse, stimmt nicht, wie ist das so? Mein Kritikpunkt war ja weniger der Inhalt, sondern dass das ein Fernsehfilm war. Also der Film war ja... Du kamst dir vor wie 2 Stunden Fernsehen. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr manchmal Schauplatz schaut oder sowas, da gibt es am Anfang immer diese Zitate, die besten Zitate, die wir jetzt in der nächsten Stunde sehen werden, Zusammenschnitt, also so eine Art Teaser, dann kommt irgendwie die Opening Credits und dann geht die Sendung halt los mit... Der Resetaritz tritt auf und erzählt, wir waren heute besuchen an diesem Blablabla. Ihr kennt das. Und ungefähr genauso war der Film geschnitten. Bildermäßig halt relativ durchschnittlich. Das Problem, das ich habe, und ihr wisst das, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein großer Auskenner in der Filmförderung. Und es gibt eine Kinoförderung und dieser Film hat Kinoförderung bekommen. Und das akzeptiere ich nicht, dass dieser Film Kinoförderung bekommen hat, wenn es doch so ein Fernsehfilm ist. Weil Kinoförderung ist dazu da, dass das Kino in seinen Leistungsmöglichkeiten gestärkt wird und einfach nur noch Bauernhöfe abfilmen und ein, zwei schöne Aerial-Perspektiven, das ist nicht Kino und auch so, wie es gemacht war. Und was mit dem Film passieren wird, ist, Schulen werden dort hineingehen. Ich bin selber auch in einer Gastronomieschule, gewesen und war dann, We Feed the World war in meiner Zeit und Super Size Me, also wir mussten da hineingehen quasi, was auch okay war, einfach mal Kino als Unterrichtstool. Und dafür werden solche Filme gemacht. Es ist natürlich auch, der Film hat ziemlich viele Besucher. Also, da kenne ich mich aus mit den Statistiken. Riesiger Erfolg. Insofern. Für einen Dokumentarfilm. Für einen Dokumentarfilm oder überhaupt für einen österreichischen Film. Also, ich glaube, wir stehen im Moment bei 80.000 Zuschauern. Das ist gut. Das ist gut. Der österreichische Film hat im Schnitt 28.000. Nur so als kleine Orientierungsmarke. Also 80.000 ist schon richtig, richtig gut und für einen Dokumentarfilm ist es noch viel besser. Und ich sage halt, ja, kann man im Fernsehen machen, kann das Fernsehen machen, passiert auch im Fernsehen. Weil gerade diese Schauplatz wieder erwähnen oder ich meine irgendein Echo, was auch immer, oder irgendwelche größeren Magazine produzieren das am laufenden Band. Insofern sage ich, hat im Kino nichts verloren und die überdurchschnittlich hohe Kinoförderung, Kino, da gibt es einen eigenen Kollektivvertrag wieder, das heißt, da werden dann wieder eigene Gehälter, Gagen gezahlt und so weiter, das treibt es dann wieder in die Höhe. Das heißt, der Film ist teurer, als er sein müsste. Also du ärgerst dich weniger über den Inhalt des Films, als dass du die falschen Töpfe sozusagen verbraucht. Auch, dabei das ja mein Spezialgebiet ist. Der Film an sich, ich sag mal, ich habe ja, könnt ihr euch erinnern an unser täglich Brot, es gab dieses We Feed the World, es kommt jetzt demnächst wieder ein Brotfilm. No More Honey, was auch so eine richtige, oder Plastik, oder diese Plastikgeschichte. Ja, genau. Dann Landraub, Machtenergie, genau. Also es gibt diese Art von Filmen konstant. Ja. Ich weiß jetzt halt eben nicht, ob das so eine... wenn man jetzt... glauben würde wollen, da wird halt irgendwie eine Ding, also ich würde mir beinahe wünschen, mal die andere Seite zu sehen. Das wäre irgendwie interessant, ohne es jetzt zu selber diese Seite einzunehmen, aber ich würde sie mal sehen wollen. Ja. Also das sind nur so eine Reihe von Filmen, die alle sehr zeitgeistig sind und der Film passt da einfach hinein und ist halt ein Fernsehfilm, der im Kino läuft und es verdienen halt ein paar Leute gut dran und das ist schon okay, dass sie was damit verdienen. Aber das ist halt auch irgendwie das... Es ist keine effiziente und ökologisch nachhaltige Art des Filmemachens. Satzpunkt. Ja. Also alternative Seiten sieht man auch irgendwie Leute, die versuchen nachhaltig im Kleinen zu produzieren. Ja, ein Bauern, zwei sind es. So eine Familie. Ne? Das sind so ein Ehepaar, ein älteres. Ehepaar, ja. Und dann waren irgendeine so Vorarlberger waren das, ein Vorarlberger Bauer mit ganz viel Food Group. Der mit dem Kisten. Der so eine Kiste macht. Ja, so ein Bierkisten. Also das Kistensystem ist das eins,
das mehr so funktioniert wie das Adamar-Kistl, ja, wo man ein Abo bestellt und das dann jederzeit kündigen kann, oder ist das Community Supported Agriculture oder solidarische Landwirtschaft? In dem, das genau. So genau, der hatte nicht so genau die Zeit im Film. Man hat ja nur gesehen, der hat... Der hat seinen eigenen Direktvertrieb aufgezogen praktisch, über so ein Kistl-System. Okay, aber wie das, also die Alternativen haben nicht wahnsinnig viel Raum bekommen. Es war mehr ein Porträt des Status Quo. Ja, es ging die Alternativen haben auch nicht viel Raum. In dem Fall ging es ja darum, dass man sagt, bleib regional. Regional heißt jetzt nicht innerhalb von Österreich, sondern regional heißt halt wirklich 300 Kilometer in deinem Umkreis Maximum oder ja, so. Ja, und es war auch ein Angriff auf das Vertriebsmonopol von der Raiffeisen. Aber es hat niemand von Raiffeisen sprechen dürfen. Doch, oder, waren auch von der Molkerei. Die Landwirtschaftskammer hat ordentlich was abbekommen. Ja, aber sie sind auch gehört worden, also es waren Vertreter von denen. Es ging vorher in einem Interview mit einem Bauern, der hat halt sehr geschimpft über, dass er die Milch praktisch nur abliefert und überhaupt keinen Kundenkontakt hat und das... Also sozusagen sein Produkt nicht wertgeschätzt wird vom Markt, und dann war halt das Gegenbeispiel diese Direktvertriebler, wo halt der erzählt hat, sie machen sich halt mit den radikalen Stadtökos halt ihren eigenen Vertrieb. Der hat ja auch ein bisschen beschrieben, wie es ist, wenn man nicht immer ganz, wenn man sich nicht mehr bückt vor der Landwirtschaftskammer und was man dann da für Schwierigkeiten haben könnte. Das war einer von den Fleischbauern, der aber auch einen alternativeren Ansatz hat. Der ist zwar verhältnismäßig groß, aber eben nur verhältnismäßig, er ist schon ein quasi unabhängiger Bauer. Und es ging auch viel darum, dass die jüngere Generation entweder voll in diese, das, was sie eben unterrichtet bekommen haben, die elterlichen Betriebe dann riesig umbauen und ausbauen, oder eben zurück zum Ursprung, um jetzt einen Werbespruch zu verwenden, halt, nein, aber auch irgendwie... Oder aufhören, dass der Höfe sterben. Oder aufhören, also das sind die drei Alternativen, also die Jugend, unsere Generation quasi so, die jetzt diese Höfe leitet, die hat jetzt diesen großen Einfluss auf unsere Landwirtschaft. Und da sollte man quasi, die sind es, die man überzeugen muss, die 60-, 70-Jährigen braucht man immer beeinflussen. Ja? Aber die sind jetzt, die das in der Hand haben, die Ernährung der Zukunft oder zumindest der mittleren Zukunft. Ja? Voll. Und auch langfristig, weil die bauen diese Strukturen auf, die es in der Zukunft dann geben wird. Genau. Das ändert sich nur langsam, genau. Und es ging auch um, es gibt diese, das Beispiel Milch war ja so richtig schön, weil da kommen halt die Kühe auf dieses Förderband, dann kommt der Roboter, der scannt, wo die Zitzeln sind, fahrt genau hin, saugt ab, völlig automatisch, also für die Technik-Nerds gab es auch was zu sehen, und dann kommt der Tanker, der sich nicht von einem Benzintanker unterscheidet, pumpt die Milch ab, das ist eben, was du gemeint hast, hat keinen Kundenkontakt, bringt diese Milch zu Schärdinger, hat seine Fabrik aufgemacht zum Filmen. Dort laufen die Backerln vom Band. Das hat man auch minutenlang gesehen, wie viele Backerl da nur in diesem Film an dir vorbeilaufen. Jetzt kannst du das hochrechnen, was die im Jahr rausschießen. Ja. Und eine andere Möglichkeit ist halt, dass die Bauern da quasi wieder so auf kleinere Gruppierungen zurückgehen und Genossenschaftsmodelle und dann eben auch diese... Die Kiste ist ja so quasi eine Dienstleistung, aber ich meine, der Marktstand am Samstag hier in Wien ist ja das gleiche, wo du vom Bauern direkt kaufen kannst. Also das sind die Modelle, wo du dann regional bist, du unterstützt jemanden direkt und hast aber auch keinen Zwischenhändler, wo der dir Verpackung, Werbung und solche Sachen aufschlägt, weil den Scherdinand zahlst du halt auch mit, ja. Jedes Mal. Naja, und ich gehe jedes Mal, wenn ich das Zeit habe am Samstag, bei mir in den Hannovermarkt, ist mein Markt, hinzugehen, und dann kaufe ich so einen Sackerl lilane Erdäpfel, die ich im Supermarkt gar nicht kriegen würde, aber einfach nur der Gaudi halber, und das Kilo kostet dann 70 Cent. Okay, ja, why not? Aber es ist nicht einmal ein clever, günstig Label dazwischen geschalten oder sonst irgendwas im Vertrieb. Und das ist halt auch sowas, die Wertschöpfungskette, die ja da irgendwie einfach verschenkt wird. Wir schenken ja Geld her und müssten eigentlich nur 20 Meter zum Markt gehen. Ja? Mhm. Also gerade in Wien haben wir ja eigentlich... Das genug Märkte, ja. Weil das, was es in, weiß nicht, Tokio oder so vielleicht nicht so einfach ist, das ist eine andere Diskussion. Aber lustigerweise ist in Japan das, was wir solidarische Landwirtschaft nennen, ziemlich groß. Das heißt, Daiki, wo die Konsumentinnen sich zusammentun und direkt vom Bauern ihre Lebensmittel beziehen. Und also beim Kistl gibt es ja zwei große Modelle eigentlich, nämlich das klassische Bio-Kistl, so wie das wie man es schon recht lange kennt,
da ist ein bisschen das Problem, dass die, dass das halt die Konsumenten und Konsumentinnen kaum aus ihrer Rolle rauskommen und das wie ein Bestellsupermarkt mehr oder weniger sehen und wenn dann und da ist es dann oft so, dass die Bauern und Bäuerinnen erst wieder beim Großhändler zukaufen müssen, weil die da wollen halt exakt 500 Gramm Karotten und nicht weniger und solche Sachen und ich habe in den letzten Jahren eine Foodcorp mit aufgebaut, wo wir über solidarische Landwirtschaft das Gemüse kriegen. Das ist quasi das Gegenmodell zum Kistl, wenn man so will, und zum Supermarkt sowieso. Weil dort ist es so, dass die da in unserem Fall wäre angedacht gewesen, 300 Ernteanteile gibt es bei den Bauern und also das heißt, dass seine Ernte durch 300 genau, und der hält dann seine Wochenernte quasi durch 300 auf. Und die Leute, die dabei sind, zahlen monatlich, in dem Fall 84 Euro im Monat und kriegen dann quasi das, was es halt gibt, ganz genau. Und ich komme ja, heute komme ich ja direkt aus der Foodcorp und heute gab es zum Beispiel Kartoffeln, Zwiebeln und Pastinaken und immerhin eingelegte Strandkerln. Aber ein Glas und eingelegte Gurken hat man sich aussuchen können. Das ist ein bisschen sozusagen die Schwierigkeit, dass das dann, dass es wirklich nur das gibt, was es halt gerade gibt und keine anderen Sachen. Und ich habe davor... Das heißt, du musst dann erst recht noch zukaufen für deinen täglichen Bedarf, oder? Ja, die meisten Leute kaufen schon, also gerade jetzt im Winter ist es halt ganz so einfach. Aber um was es eigentlich geht, ist, dass dass so viel wie möglich Logistik von den Bauern und Bäuerinnen meiner Meinung nach zu den Konsumentinnen verlagert gehört. Und das heißt auch bei uns zum Beispiel, ist es so, dass das Gemüse kommt halt nicht hergerichtet im kleinen Kistel, so wie das bei den üblichen Kisteln ist, sondern da kommen halt die großen Kisten, wo für die 15 Leute bei uns sind oder 20. Du musst das dann aus der Schöpfung aus und holst es dann aus. Und da, das heißt, ihr habt so einen Laden oder ein Vereinslokal? Ja, wir haben ein Kellerlokal. Und wir haben keinen Laden, weil die Foodcorps haben ja vor kurzem mit der Wirtschaftskammer Probleme gehabt, weil sie das mitbekommen haben. Nein. auf jeden Fall ist das schon schwierig, da neue Leute anzusprechen mit dem Modell, weil du einerseits verpflichtet man sich vertraglich ein Jahr lang das Gemüse abzunehmen, weil das ist der Sinn davon, dass man im Idealfall gleich das Jahresbudget aufstellt und die Bauern und Bäuerinnen sich nicht mehr um die Finanzierung kümmern müssen, um dann auch ein bisschen aus diesem Wachstumszyklus da auszubrechen. Und das Zweite, was halt ist, dass es einfach die Sachen gibt, das gibt und nichts anderes. Und es hat sich halt bei uns gezeigt, dass man eine gewisse Menge an Leute da mitmachen, haben wir relativ schnell gefunden, aber das ist dann über die Jahre, hat sich das nicht wirklich verändert. Genau, da sind kaum neue dazu gekommen. Also, ist euer Kistl zu hardcore? Ja, das könnte man so sagen. Also ich denke, da ist die letzte Weisheit sozusagen, was noch notwendig ist, um das Agrarsystem wirklich zu verbessern, die fällt noch ein bisschen. Obwohl diese ganzen Alternativen natürlich alle irrsinnig spannend sind. Zum Beispiel Marketing. Marketing, genau. Jetzt musst du sagen, wie man dazu gehen kann. Unsere Foodcorp heißt Vegan Foodcorp, die ist im 15. Bezirk und die ist eine Verteilstation für die CSA MOC. Das findet man, wenn man es sucht im Internet. CSA MOC. Community Supported Agriculture ist der englische Begriff dafür, deswegen CSA. Und da gibt es rund um Wien gibt es auch zum Beispiel Ochsenherz, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das waren so die Urgesteine. Da gibt es mehrere. Kann man jedenfalls noch mitmachen. Und wenn ihr auf die Website von der CSA MOC schaut, könnt ihr euch sogar aussuchen, wo ihr euch dieses Gemüse abholen wollt. Da gibt es nämlich mehrere Verteilstationen in Wien. Wir sind nur eine davon. So wie wir aus Supermarktfilialkette. Ja, genau. Das geht schon in die richtige Richtung. Es fehlt ein bisschen ein zentrales Marketing und ein Management. Genau. So Lagerhäusern und so. Ne? Und ein Verband und ein Funktionär. Genau. Zu wenig Funktionäre. Aber wir haben ja jetzt dank dieser Wirtschaftskammergeschichte mit den Foodcorps, das hat sich jeden Wohlgefallen aufgelöst, organisiert sich jetzt die Foodcorps zumindest und die solidarische Landwirtschaft organisiert sich. Das ist jetzt auch. Die Mini-Reiker. Vielleicht war doch ein Problem mit der Wirtschaftskammer. Die oberösterreichische Wirtschaftskammer hat auf Zuruf von Mitgliedern angeblich einige Foodcorps dazu aufgefordert, entweder Gewerbe anzumelden oder eine Stellungnahme abzugeben, warum sie kein Gewerbe sind. Und Foodcorps funktionieren in Österreich so, dass
bis auf eine, soweit ich weiß, dass das Vereine sind, die K-Gewerbe anmelden und den Raum vor allem zur Verfügung stellen, wo das Gemüse und die anderen Sachen, die es halt gibt. Den Lagerraum. Den Lagerraum. Und was tatsächlich passiert ist, dass die Leute, die dort was einkaufen in der Food Corp, die kaufen das nicht in der Food Corp, sondern die kaufen das direkt vom Bauern so ist es kein. Es ist kein Laden in dem Sinn, und es gibt jetzt, genau, man darf nur als Mitglied was kriegen. Und die, es gibt jetzt einen Kriterienkatalog, der ausgearbeitet wurde mit der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer, der mehr oder weniger unverbindlich oder doch verbindlich, das weiß man nicht so genau, sicherstellt. Ein Gentleman's Agreement ist mehrmals gefallen, was quasi ein Food Corp ist und was nicht. Und somit hat sich das jetzt ein bisschen, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kommen andere, das war jetzt mal in Oberösterreich, die anderen Bundesländer haben sich nicht eingesetzt, weil das hat nämlich ziemlich, für die Wirtschaftskammer habe ich das Gefühl gehabt, es ist medial eher nach hinten losgegangen, weil selbst die Landwirtschaftskammer hat gefunden, das ist eigentlich keine so schlechte Idee, wenn die Leute Food Corps machen. Ja, dass die Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer immer besser bekriegen, das ist ja eh praktisch. Ja, das stimmt, ja. Es gibt ja aber auch so, ich habe einen auf der Karte und will schon immer hingehen, aber schaff's nie. So Läden in Wien, also wirklich Geschäfte, die von einem Bauern betrieben werden oder von einer Familie betrieben werden, die oft nur Freitag, Samstag offen haben und die dann aber auch ein bisschen mehr so auch ein bisschen Brot selber machen und auch eingemachte Sachen und halt einfach den Hochverkauf in die Stadt bringen und sich halt ein Mini-Lokal leisten und halt auch eben, es gibt halt nur begrenzt und von manchen weiß ich, dass halt am Freitag um 10 Uhr, wenn sie aufmachen, stehen halt 50 Leute davor und es gibt eine schöne Schlange und wenn es am Samstag am Nachmittag 2 Stunden vorher kommst, dann hast du halt leere Kisten. Aber ich meine, das ist ja auch eine Variante, wie der Bauer hat in dem Fall jetzt noch ein bisschen mehr zu tun. Also Logistik. Ganz genau. In diesem einen Beispiel, das ich weiß, macht das die Tochter, die in Wien studiert. Also das ist quasi ihr Studentenjob, dort zu verkaufen. Und die Familie draußen in Niederösterreich bringt halt macht halt diese Sachen. Also da gibt es ganz viele Modelle. Ich habe, als ich mal versucht habe, so meine Einkauf irgendwie aufzustellen, bin ich dann gescheitert, irgendwie ein Kompendium zu finden, irgendeine Seite, wo all das verzeichnet ist. Das war vielleicht jetzt nicht wo auch also vielleicht gibt es eins, wenn jemand eins kennt, freue ich mich über einen Hinweis. Ich glaube, Bio Austria hat jetzt eins, relativ neu. Okay. Aber ich hab's mir selber noch nie ausgesucht, aber findet man vielleicht auf der Bio Austria Website. Okay. Ich hab's in Papierform, habe ich es zumindest schon mal gesehen. Also wie gesagt, natürlich halt speziell Wien und dann hätte ich es natürlich gerne irgendwie runtergebrochen auf meinen Bezirk oder auf mein Kretzel oder irgendwie sowas, wenn da jetzt sowas gibt, weil ich meine, das ist den einen Markt, den jeder in seinem Bezirk hat, den kennt man eh. Ja. Aber wenn man zum Markt noch dazu sagen müsste, dass er meistens samstags Bauernmarkt ist. Ne? Genau, das ist immer der Samstag. Meistens ein Standl, auch der dann Bio, biologisch hat oder mehrere. Ja, oder zumindest regional, weil ich meine, Bio ist ja... Auch so ein Begriff. Auch so eine Sache. Ne? Also mir ist regional wichtig, weil ich finde es schon ein bisschen absurd, wenn... Biofisolen aus Italien. Ja, genau. Bringt nichts. Oder aus Südafrika. Ja. Großartige... Das ist die Schwierigkeit des Einkaufens heutzutage. Man muss auf so viele Dimensionen achten. Also regional, Bio, Premium, laktofrei, Plastikverpackung, glutenfrei, hätte ich auch noch gern. Ich weiß, was bleibt da übrig. Menschenrechtssituation im Herkunftsland. Aber ja, das wollen wir so als anmerken. Eine Leseempfehlung, ich werde den Artikel zur Verfügung stellen über Avocados von der Welt. Zeit, glaube ich, war es. Riesen Long Read über Avocado-Produktion, also das ist ja absurd. Da möchte ich nachher die Kugel geben. Ich werde ich zur Verfügung stellen, weil Avocado als Trendfrucht, dann der Bauer in Südafrika, der wirklich halb Südafrika bepflanzt, so hat das geklungen. Damit die Wessis in Europa Avocado essen, die aber 1000 Liter pro Frucht oder sowas braucht das an Wasser. Irgendwie sowas. Es waren absurde Zahlen. Mhm. Absurde Zahlen. Mhm. Wo du dir denkst, das ist, ja. War echt super tief, ja. Also, 2 Badewannen voller Wasser für eine Avocado oder für 1 Kilo Avocado. Was weiß ich. Aber wirklich absurd. Mhm. Wenn man teilen. Es ist auch so, dass die Avocados ja
könnte man, wir hatten in den Foodcorps in Wien mal Avocados aus Sizilien, die gab es dann halt 2-3 Monate lang und dann gab es es einfach nicht mehr. Da haben wir ein Kollektiv in eine Genossenschaft in Sizilien, da hat irgendjemand gekonnt und dann haben wir dort halt bestellt, was die haben und dann gab es halt jedes Monat eine andere Orangensorte, welche halt gerade reif ist und 2-3 Monate lang Avocados und dann hatten sie noch Artischocken und so. Und das gab es halt alles immer nur, gerade zu der Zeit, wo es halt war, und da hat man dann so richtig gesehen, wie absurd das eigentlich ist, wenn man einfach jederzeit in den Supermarkt reinspaziert und sich ein Avocado rausholt. Zum Thema Artikel möchte ich verweisen auf einen Spiegel von dieser Woche, also Spiegelausgabe 2 2017. Ist ein sehr schöner vierseitiger Artikel über industrielle Landwirtschaft in Deutschland drauf, also wo das praktisch verglichen wird, dass das ähnlich sinnlos ist wie die Atomenergie, also dass eine ganze Industriebranche in die falsche Richtung läuft und sehr, sehr lesenswert. Melanie, du kommst ja aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Aus einer Gegend, wo es passiert. Was ist deine Meinung zum Film oder deine Eindrücke? Film habe ich gut gefunden, habe ich glaube ich eh schon gesagt vorher. Ich fand es ein guter Querschnitt, einfach wie halt jetzt Sachen halt so sind. Ich finde es immer gut, das festzuhalten. Hat mir gut gefallen, aber ich schaue mir solche Filme halt auch sehr, sehr gerne an und halt nicht mit dem Auge vom Harry, das halt meines ein Fernsehfilm, also ich finde es halt gut, wenn dadurch, dass er im Kino ist, vielleicht ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt und um das geht es mir halt mehr. Aber ich bin halt auch, ich habe auch eine andere Herzenseinstellung halt zu den Fördertöpfen, mit denen ich halt nicht so heiß leider, aber ja, finde ich gut, aber schaue ich mir halt auch jeden Film an, der wo es um dieses Thema geht. Wenn du sagst, mehr mediale Aufmerksamkeit, wenn den Film 80.000 Leute sehen, 21 Uhr senden und es sehen ihn 200.000 Leute. Sind das die Zahlen? Ich sage es mal so, also die Primetime, absolut. Also wenn ich jetzt den Schauplatz auch wieder hernehme. Aber man schreibt halt ein weniger drüber. Es gibt jetzt vielleicht mehr Features in irgendwelchen Magazines oder Zeitungen, wo aber ist das der Sinn oder ist es der Sinn, dass die Sinn, dass ist der Film the Medium the Message oder ist der Film oder ist der Film ist dann der Inhalt des Films das was transportiert werden soll, weil ich meine immer schon beim Luhren gelandet, dann wird es immer tief. Ja, aber ich meine, wenn es darum geht, der Aspekt, der gezeigt wird, ist gut und den unterstütze ich auch und ich unterstütze ihn auch in gezeigt und ich bin findest du es gäbe andere Töpfe dafür sozusagen. Es gäbe andere Wege dafür, es ist weil ich im Kino es gab ja und nicht falsch verstehen, habt ihr More Than Honey gesehen? Ja. Das ist ein Kinofilm, auch über Bienen und Landwirtschaft. Der war cineastisch genug für dich. Der war cool. Ich hab den fucking Slow Motion von Bienen. Riesig, geil, awesome. Okay. Österreichischer von Avocados in Slow Motion. Aber von Schweinen. Das sollte man vielleicht beim Film dazu sagen, der hat schon so eine für den normalen Biller Fleisch im eingeschweißten Plastikkaufer hat er so eine Schlachthausanlage auch gezeigt. Das war also, wurde auch nicht weggeschaut, dann sozusagen, also hast du wirklich die Schweine gesehen. Und für mich, von der Dramaturgie her war, dass man jetzt diesen Schweinebauern gesehen hat, wie er mit seiner blauen Spraydose die Schweine am Rücken sprayt. Und dann warum tut er denn seine lieben Schweine da markieren? Die sind ja jetzt angesprayt und dann hat man gewusst, das sind die, die zum Lastwagen kommen und nachher hast die Schweinehilfen dann gesehen, dieser Anlage. Also richtig einen riesen Segen durchfahren und dann kommen sie auf ein. Wenn sie kommen, jedes Fleischteil hat eine eigene Person, die das rausschneidet. Ja. Also wirklich eine Autostraße, aber halt eine Schweinestraße. Und die machen eine Handbewegung und nehmen ein einziges Teil raus und schmeißen es auf ihr Förderband. Und dann kommt das große Teil weiter, dann nimmt sich jemand das große Teil und schneidet davon wieder was Kleines runter. Und so geht es dann weiter und irgendwann hast du deine Schnitzel in. Und da du eben genau die Schweine gesehen hast, die du vorher noch im Stall gesehen hast, war das also jetzt. Ich finde, es war gut, weil es war, normalerweise duckt man sich ein bisschen weg. Man denkt, super Steak, ganz billig und so. Und du willst das nicht so genau wissen. Da wurde halt nicht weggeschaut. Es war jetzt aber nicht so aufgebaut. Aber es zeigt auch, wie sehr hygienisch gearbeitet wird. Ja. Also auch die Qualität selbst der Industrie im österreichischen in der österreichischen Lebensmittelproduktion ist super. Also das muss man schon klarstellen. Da habe ich auch schon... Es war nicht auf Schocker und so, sondern... Ja, und also die Bedingungen, unter denen produziert wird, sind erstklassig. Also das muss man schon festhalten. Für alle außer fürs Tier. Wird auch noch blau angesprüht. Da finde ich, das ist im Film sehr gut rausgearbeitet worden. Es war, glaube ich, so ein Molkerei-Verbandsfunktionär.
Und der hat halt sehr schön in einem Interview erklärt, es gibt sowas, ich glaube, kognitive Dissonanz haben sie es genannt, ja. dass ja, der Konsument, wenn man ihn fragt, halt super für Öko ist und für Biofleisch und die sollen alle frei und glücklich rumlaufen und an der Kasse kauft er konsequent das billige Industrie. Aber die Zahlen sagen uns was anderes. Ja, und ja. Ich denke, da ist auch gar nicht so schlechter Ansatz, den es, glaube ich, einige Lebensmittelketten verfolgen, dass dann, also bei Billa hat er, glaube ich, angefangen, dass es keine Batterieeier mehr gibt, also keine Käfigeier. Also du nimmst dem Konsumenten die Wahl weg. Das und dann ist er plötzlich eh bereit, da die 2 Euro mehr zahlen. Naja, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das da wirklich so ist, dass man den Konsumenten die Wahl wegnehmen muss, weil bei den allermeisten Produkten ist es ja so, dass man eben nicht die Wahl hat. Jetzt gibt es halt in Österreich diesen Regional- und Bio-Trend und jeder Supermarkt hat das Regionalregal. Das steht halt dort, weil Imagegründen. Also, genau, weil es einfach notwendig war für die Supermarktketten. Wenn wir sie nicht einmal das hätten, dann hätten es marketingmäßig ein Riesenproblem. Und da gibt es halt die Wahl. Und bei vielen anderen Produkten gibt es die Wahl nicht, weil sobald du irgendein verarbeitetes Produkt kaufen willst, hast Käfigeier aus wo das halt noch erlaubt ist. Käfigeier sind inzwischen, glaube ich, komplett verboten in Österreich, aber in der EU, aber der Import von Käfigei. Dann kommt es aus der Ukraine. Das kommt aus der Ukraine zum Beispiel, genau. Und so kann man nicht so verhandeln. Und bei allen verarbeiteten Produkten sind dann die ärgsten Sachen drinnen. Und genau da denke ich, dass weitere wichtige Komponente für das Lebensmittelsystem, das zukunftsfähige, wäre ein Supermarkt, wo eben Leute mitentscheiden können, was da überhaupt drinnen steht, wirklich. Und also insofern, dass dann, dass es... Das ist nicht an den Konsumenten, der über seine Nachfrage das... Nein, ich glaube, anhand das, vom Adam Smith, das genau. Die Nachfrage, das Abstimmen mit der Brieftasche ist halt immer eine Schwierigkeit, dass genau das passiert, was man beobachtet, dass das Billigste, was es gibt, ist das, was gekauft wird. Und das hat damit der Art und Weise, wie Förderung von Produktion funktioniert, ganz besonders in Österreich zum Beispiel, viel zu tun, was da jetzt gerade billig verfügbar ist, ganz besonders beim Fleisch. Und wenn man jetzt, zum Beispiel sich anschaut, dass bei Milchprodukten gibt es jetzt Studien, wo rauskommt, dass halt Bio-Milch mehr Omega-3-Fett und so weiter hat. Und da können dann halt die Leute, die sich leisten können, kaufen dann diese Produkte, wo es halt die Wahl gibt. Und die allermeisten kaufen weiterhin die Billigmarken, die die Supermärkte überhaupt schon selber produzieren, um möglichst viel Macht an sich zu binden. Zum Thema mit Kunden sprechen, auch wenn ich jetzt nicht von dem System überzeugt bin, aber es existiert. Rewe hält regelmäßig, und wenn ich jetzt regelmäßig sage, meine jetzt einmal im Quartal, glaube ich, oder 5-mal im Jahr, einen Kundenbeirat ab, wo halt 50 oder 100 Leute eingeladen werden. Es ist eine Marketingveranstaltung, ganz klar. Man wird dort gut umsorgt und es gibt halt so Workshops, wo man sich reinsetzen kann und sagen, okay, ich würde das cool finden in einem Supermarkt und ich hätte gerne dieses und jenes Produkt, da. Spricht mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten und unterhält sich ein bisschen und präsentiert dann die Sachen am Ende des Tages. Eh klar, Marketingveranstaltung, aber sie tun zumindest so, als darf man das probieren. Ein bisschen. Von Rewe weiß ich das schon. Da kann man sich selber hineinreklamieren? Nein, ich wurde eingeladen, weil ich damals eben Nachhaltigkeitsvorsitzender war. Ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren bei Agrar, da kommt uns lustigerweise noch nie eingeladen. Aha, ja, schreibt sie mal hin. Ich würde die Tanja, weiß ich nicht, wie du hörst, schon mal anschreiben. Warum nicht? Vielleicht dazu mal eingeladen. Ja. Aber prinzipiell hat ja jede Supermarktkette ihre Kundenhotline, wo man auch natürlich. Also, ja, aber schreibt unbedingt mal hin, wir sind halt interessant für sie, weil wir in der WU sitzen und bla bla bla. Und also von der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung zum Beispiel, die kennt mit denen arbeiten wir oft zusammen, da habe ich auch noch nie gehört, dass sowas hört zum ersten Mal. Wäre auf jeden Fall mir anschauen. Unbedingt, ja. Sicher lustig, dahin zu gehen. Voll. Sie sind ja wirklich dialogbereit. Sie haben halt nur halt ihre vorgefertigten Argumente und so. Ich glaube auch nicht, dass es wahrscheinlich wird es nicht wahnsinnig viele Auswirkungen haben, weil im Endeffekt zählt es halt dann trotzdem, dass die Dinge im Regal stehen, die gekauft werden. Und das ist ja eigentlich nicht nur im Supermarkt das Problem, dass viel mehr gekauft werden kann, als gut ist, dass gekauft werden sollte. Voll. Ich bin halt ein bisschen, glaube ich, ein bisschen dran, dass man Systeme sehr gut von innen kennen sollte, die man gerne anders hätte. Deswegen, vorbeischauen sicher, ist sicher nicht, nichts verkehrt dran. Einmal. Ja, stimmt.
zum Bauer. Und so, um das abzuschließen, also ich als Nicht-Fernsehbesitzer habe das im Kino jetzt nicht eine Zumutung gefunden. Ich kann gern von mir aus irgendwelche Kinofilmtöpfe anschneiden dafür. Und ja, ich kann es auch sehr empfehlen. Also es war jetzt nicht so, da, ah, das schaut man sich nur an, wenn man eh masochistischer Problemfilmgucker ist, sondern es war wirklich auch familientauglich, wenn man seinen Kindern muss man auch irgendwann beibringen, wo das Essen herkommt und so. Also, habe das auch außerhalb vom schulischen und bildungsbürgerlichen Umfeld an gut gemachten Film gefunden. Hat natürlich seine Meinung, aber er lässt in meinen Augen relativ viele Seiten zu Wort kommen, die sich dann auch zum Teil im Film widersprechen und zeigt ein paar Alternativen auf. Und Brutto Filmlandsprodukt wird den Film pitchen oder ignorieren? Ist zu groß, oder? Wir machen ja kaum Dokumentarfilme, also die laufen bei uns eher nebenbei, wenn überhaupt. Und wenn, hätten wir ihn schon gemacht. Also wir machen ja unsere Podcasts zu den Filmen immer, wenn sie am Freitag starten, kommt am Mittwoch spätestens der Podcast. Ah, so schnell. Also wir machen die, uns geht es ja darum, aktuelle Filme auch noch ein bisschen zu pushen und die Leute nochmal ins Kino zu bringen. Kann man das als Kompliment verstehen, der hat eh so viele Zuschauer, dass er von dir nicht gepusht werden muss. Ja, aber ich selber bin jetzt nicht, gehe jetzt nicht unbedingt in Dokumentarfilme, muss man sagen, Dokumentarfilm, Kinofilm, Dokumentation, Fernsehen. Gehe nicht unbedingt in Dokumentarfilme und mein Co-Podcaster, der Hannes, schon gar nicht. Mhm. Und deswegen stellt sich die Frage einfach gar nicht. Und ich bin ja auch nur, habe mich von euch, eurer Gesellschaft überzeugen lassen und nicht unbedingt vielleicht einen Film sehen wollte unbedingt. Aber ja. Wenn mich das Reisebüro nicht verunglückt. Nein, Dokumentarfilme kommen bei uns redaktionell als im Podcast nicht vor, aber vielleicht darf ich kurz eine kleine Werbung machen. Wir haben nämlich unser, also bruttofilmlandsprodukt.net heißt die Seite und wir machen jetzt auch mehr Texte und mehr, wir haben eine Facebook-Seite aufgemacht, weil irgendwie doch trotzdem, da erreicht man halt doch die meisten Leute und ich bin da ganz eifrig am Teilen von News zum österreichischen Film und da kommen die Dokumentarfilme dann auch vor. Und in den Texten werden wir so auch Kritiken machen. Ich habe eine Fernsehkritik gemacht in den Weihnachtsferien. Ich habe jetzt zwei Statistikartikel über den österreichischen Film. Also wer da mal grundlegend an Zahlen interessiert ist, was die überhaupt die erfolgreichsten Filme sind und wo ich diese 28.000 her habe, die ich vorher erwähnt habe. Soll darüber ich soll auf bruttofilmlandsprodukt.net schauen, weil dort ist der Artikel. Mhm. Und ich kann schon anteasern, der nächste dieser Statistikartikel wird sich damit auseinandersetzen, was eigentlich ein Kinoticket, also der echte Preis eines Kinotickets, wenn wir 7 Euro zahlen. Genau. Wenn wir 7 Euro, 8 Euro zahlen, wie viel an Förderung ist da eigentlich nochmal auf jedes Ticket draufzuschlagen, ja? Nur so. Cool. Weil dann denkt, müsst ihr jetzt mal, wenn ihr ins Kino geht, müsst ihr euch dann vorstellen, was das wert ist. Eigentlich zahlt mir jetzt meine Oma, die nicht ins Kino geht, aber mit Steuern zahlt, zahlt mir jetzt 15 Euro drauf, ja, oder so. Weiß jetzt noch nicht die Zahl. Ich habe darüber meine Seminararbeit geschrieben, die ich leider nicht mehr habe. Habe ich doch verglichen mit Burgtheater zum Beispiel, wo die Zahlen natürlich horrend sind, weil da kostet ein Ticket durchschnittlich vom Stehplatz bis zum Parkett unten zum Normalpreis, glaube ich, waren es 144 Euro im Burgtheater, was der Steuerzahler drauflegt. Und Burgtheater und Staatsoper haben aber Auslastung von 99% oder so. Also das heißt, da ist keine Skalierbarkeit mehr gegeben. Das kann man nicht einmal mehr reduzieren. Bei den Kinos gibt es ja ziemlich viel Skalierbarkeit, theoretisch. Aber damit höre ich wieder auf. Da bin ich fertig, also habe appelliert, schaut euch das an, auch Spiegelartikel zum Thema lesen oder prinzipiell sich damit befassen. Keine Avocados kaufen. Ja. Keine Avocados kaufen. Ich hatte mal einen Bio-Kistl, kann ich sagen. Sehr was spannend. Ist das Geschichte. Ich auch. Du auch? Es war nicht, couch-kompatibel. Nee, ich hatte eine kochmotivierte WG, also besonders mein kochmotivierte Counterpart war sehr, sehr begeistert im Kochen. Und gemeinsam haben wir das Kistel geleistet, von dem bekannten Anbieter mit A. Das Softkistel. Und ja, es war ein nettes Paket. Genau. Gab es doch nur Äpfelfrechheit. Letztens wieder Forrest Gump gesehen. Wo er diese he invested our money in something with fruits.
Ja, und was ist passiert? Grund des Scheiterns? Zu viel Pastinaken. Zu viel Pastinaken. Nein, wir sind einfach runtergegangen. Das erste Vierteljahr ist, es war super, alle motiviert. Ja. Es gibt so, sie machen sie auch wirklich nett. Also sie geben dann auch so ein bisschen Kräuter und so Zeug dabei. Und so Rezepte, genau, richtig. Cool. Hast immer so einen Zettel und sagst, aber im Prinzip das, hast du das Gemüse super und so. Ja. Und du hast auch wirklich so viel violettes Gemüse, kommt man sehr ursprünglich vor, sehr violette Karotten und so. Aber dann im Endeffekt einfach zu viel Pastinaken. Du isst das nicht zusammen sozusagen. Ja, nein. Es ist, das kann man dann nicht dann nachvollziehen. Wurzel und Ding. So. Ja, sicher, man kann das alles machen, aber wie gesagt, so kochmotiviert war man dann nach einem halben Jahr dann eh nicht mehr. Also redest du mit deinen Nachbarn? Niemals, ich bin aus Wien. Sixt. Ich schon. Ich hab, du bist auch aus Wien. Zusammen. Aber deswegen sollte ich das mit der Food Corp so kombinieren, weil dann muss man nicht mit den Nachbarn reden, sondern kann mit den anderen Leuten in der Food Corp sind reden. Die haben ja auch zu viel Pastinaken. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Pastinaken habe ich nämlich vergessen. Heute waren auch wieder unglaublich viel Pastinaken dabei. Das ist so modern, das ist ein bisschen so ein Hipster-Gemüse. Ja, ein bisschen. Echt, so sieht es gut. Ich kann man quasi gut lagern. Ich kann kochen und hatte das gleiche Problem mit der Kiste, dass ich da irgendwie ein bisschen eindimensional war. Es gibt eh verschiedene Kisten und ich habe dann auch die verschiedenen Modelle ausprobiert. Ja, aber was du vorher gesagt hast mit man ist Kunde, weil du das jetzt so gesagt hast, ja, ich habe auch so gedacht, dass irgendwie waren wir dann zu oft irgendwelche von den Bio-Sachen zu viel Bio und heißt verschimmelt oder irgendwie zerdrückt oder sonst irgendwas. Also es war dann irgendwie sehr viel Ausschuss. Das hat mich dann irgendwie auch geärgert. Das war dann irgendwie, aber weißt du, wegen einer Schale Erdbeeren tut man jetzt nicht unbedingt dann sich aufregen, weil ich vor allem nicht. Und also ja, also ich hatte also wenig Geld, konnte kochen, da bin ich immer sehr dankbar und habe wirklich viel draus gemacht, aber ich bin dann auch teilweise gar nicht nachgekommen und ihr seht, ich bin aber Großesser, aber und habe dann trotzdem immer, war es mir dann noch zu mühsam, speziell als Student und mit Arbeit und allem, weißt du, dass ich dann auch noch hinstellen. Allerdings, neues Vorsatz, jetzt mache ich das wieder häufiger, ich schon seit ein paar Monaten und jetzt seit Anfang des Jahres extrem. Nein, einfach kochen. Ah, okay, mit neuer Kühlschrank. Ja, der ist eingegangen. Aber auch, und auch du kochst. Ich esse auch kein Fleisch mehr seit Anfang des Jahres. Also jetzt null. Vorher war es. Vorher war es 10%. Also ich habe wirklich reduziert in den letzten Monaten. Also ich habe einen sanften Übergang und ab Anfang des. Also am ersten habe ich noch einen Reparaturgulasch gegessen. Aber seit dem ersten nicht mehr. Ich bin jetzt immerhin schon. Neun Tage, ja. Also abgenommen noch nichts, aber. Und hast du so Leberkäse-Fantasien, oder? Nein. Geht's noch? Es geht. Der Hund von der Nachbarin ist lange nicht mehr gesehen. Aber kannst du dich erinnern, es gibt eine ganz alte Folge von 2011 wahrscheinlich, wo wir im Formosa unser veganes Cordon Bleu hineinziehen und so Sachen. Ja, kann man so hin und her scrollen. Ja, genau, dort. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, was auch ein interessanter Aspekt ist, wenn man diese Kundenbeziehung ein bisschen auflöst, ist, dass das Problem mit der Lebensmittelverschwendung in dem Sinn, dass schon, was weiß ich, zum Beispiel Kartoffeln, die nicht den Kriterien entsprechen, kauft der Supermarkt nicht. Und deswegen werden die den Bauern auch nicht abgenommen, beziehungsweise kriegen sie kein Geld dafür. Und dieses ganze Gemüse, das quasi für den Großhändler nicht die Qualitätskriterien entspricht, das kriegt man halt bei einer solidarischen Landwirtschaft schon, weil das, was es gibt, das gibt es halt und da ist dann egal, ob das jetzt irgendwelche Däpscher hat oder nicht. Und das es ist gibt auch, nichts Schöneres als zwei Karotten, die zu einem Herz zusammengewachsen sind und man kann mit einem scharfen Messer mitten durchschneiden. Es gibt nichts Schöneres, aber im Supermarkt würde das nicht. Gibt es das nicht. Keine Liebe im Supermarkt. Keine Liebe im Supermarkt. Nicht einmal Missblickte. Nicht zwischen Möhren. Obwohl, und da ist auch wieder dieser Rewe jetzt, den ich anspreche, der hat ja diese Wunderlinge, die er verkauft, also unschönes Gemüse. Das ein bisschen, also wesentlich billiger verkauft, also komisch geformte Äpfel und so. Aber das finde ich auch immer so doppelmoralisch, weil zuerst haut er die schicken Sachen raus und dann macht er schönes Marketing drumherum und sagt, sie sind so super. Also. Der Höhepunkt mit den Bananen in Zubor. Ja, genau. Sich erinnern. Das ist ja um die Welt gegangen. Sie haben Bananen geschält und in so ein Fleisch-Styropor-Nazerl mit Plastik drüber. Das hat doch die New York Times drin. Also als hätte es nicht zu einer Verpackung. Das war ein absoluter Shitstorm. Ich meine, zu Recht.
Ja, verdient. Weil ich meine, wir haben die sonst super Die Banane. So ein paar Tatzeln mit Folie drüber, so wie Fleisch eingepackt. So wie Fleischtatzeln. Und so haben sie die Bananen verkauft. Ich meine, es ist ja schon absurd, diese vorgemachten Obstsalate, wo du dann eine geschnittene Banane oder so hast. Ja, aber okay, das ist irgendwie so ein Gericht und du kaufst halt noch so Soße. Okay, aber das da war, du hast aus der perfekten Verpackung das Ding herausgenommen und in eine imperfekte Verpackung gegeben. Das war schon mal das Absurde daran. Noch wegschmeißen. Vielleicht immer dann noch zum Schnellsnacken für Bananensplitter. Wäre. Einfach den also ob das Schälen einer Banane so aufwendig schnell wäre. Schnell aufreißen, Quetschpudding drüber. Schnellste Bananensplit ever. Ja, das ist der beste. Übrigens, der Kochrezept. Das beste Weg, zur Banane zu schälen, das wisst ihr auf der anderen Seite, das Eindrücken oben und dann geht die Schale sofort runter. Ja. Wenn man es eindrückt, also nicht oben, wo man normalerweise so abreißt, was manchmal, ja, sondern auf der anderen Seite den Knubbel, das ist quasi ein Knopf, dreimal so drehen und dann kann man es super abschieben. Das ist besser. Ja, also, das wissen Affen sogar. Affen die Menschen ja, daher haben wir es ja. Genau. Das wir müssen wieder sonst mehr vom Affen lernen. Oder auf YouTube suchen. Oder auf YouTube suchen. Ja, ich nehme trotzdem lieber den Nussknacker, als sie von irgendwo drauf zu schmeißen oder Stein. Martin, von dir irgendwelche Tipps zum Vegetarier werden oder bleiben? Oh ja. Du bist doch derzeit oder? Ja, Vegetarier bin ich auf jeden Fall. Ich denke, wichtig ist, dass man, also wenn man jetzt in einer WG zum Beispiel lebt, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, die anderen Leute davon zu überzeugen, dass sie halt da mitmachen. Also alle Gehirnwaschen, nicht alle. Ja, okay. Weil sonst hast du halt immer das Fleisch da stehen und die Wurst wahrscheinlich sogar, könnte man vorstellen, ist noch viel schlimmer. Yep. Weil die kann man sich einfach so ausersnacken. Das Fleisch muss wenigstens mehr warten. Ja, ist eine Verbindungsfülle, ja, stimmt. Und sonst, ich weiß auch nicht, das ist ja heutzutage alles noch schon wie wir damals beim Formosa waren, war das ja noch eine Sensation, eine kleine. Wir waren ja Jahre voraus. Mittlerweile hat sich da einiges getan. Es gibt hier 6. 7. So in Bobotown. In Bobostan ist Wege und vegan. Wann wart ihr da? Schaut das aus war das ersten Folgen. Wir sind nichts bekommen. Nein, weil ich habe ja 3,5 Jahre für das Yam gearbeitet und habe dort auch ein wunderbares Cordon Bleu gegessen. Mit Seitan. Das Yam ist ein, muss man dazu sagen, vegetarisches Lokal am Schottentor. Und auch da habe ich viel gelernt und viel Perspektiven bekommen. Also und auch in der Küche, also das Spannende war ja, das waren jetzt nicht irgendwie die Hardcore-Vegetarier in der Küche oder Hardcore-Gemüse-Fans, sondern das waren halt Leute von Home-Restaurants, die einfach das mal so eine Challenge wollten. Und ich meine, man kann über das Lokal denken, was man will. Ich bin natürlich auch ein bisschen, ich bin dort im Guten gegangen und immer noch freundschaftlich verbunden. Und ich muss sagen, ich habe da Sachen gegessen. Also ich war froh dort, mir eine Mittagspause haben zu können und essen zu dürfen. Gratis, das war toll, wirklich toll. Und wir waren ja nach Bauer Unser eh dort, ein Abschlusscocktail. Die war auch vegetarisch natürlich. Ich bin für eine Gegendarstellung von einem echten Fleischfresser. Achso, das muss ich jetzt übernehmen. Ja, also. Du musst dich jetzt selber ins Spiel bringen damit. Ja, okay, stimmt eigentlich. Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Fleischesser. Empfehlung, wie man Fleischfresser bleibt: schaut euch keine solchen Dokus an. Geht in den Supermarkt, kauft euch das abgepackte Fleisch, wo man auf keinen Fall mehr ein Auge sehen kann oder sonst was, keine Gräten oder sowas, damit man nicht sieht, was man da isst. Und es wächst in Plastik und in Schutzatmosphäre. Genau, danke, in Stickstoff, weil dann bleibt es ja auch länger frisch. Und ein Metallding ist unten auch noch drin. So ein ja, stimmt. Das ist so wie diese Wundmetalldinger. Schaut das aus, wahrscheinlich ist es das Gleiche. Ja. Damit es nicht irgendwas mit Blut hat, das zu tun. Ja, das ist in Wirklichkeit von dem, der das geschnitten hat, ist nur reingefallen. Aus dem ersten Hilfe-Koffer. Ja, also mich kann keiner davon überzeugen, kein Fleisch mehr zu essen, aber ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass man Fleisch irgendwie Fleisch artgerecht hält. Die Tiere artgerecht hält. Fleisch artgerecht. Nicht für deine Box. Und ja,
Mir tut jedes Tier leid, aber ich bin für jedes Tier dankbar, das für mich gestorben ist, damit ich es essen kann. Ich bin auf jeden Fall froh. Ich bin eher zum Vegetarismus überredbar jetzt nach den Feiertagen. Ich kann es mir jetzt wirklich gut vorstellen, ja, und achte wieder mehr darauf. Ich habe mal kein Fleisch eingehaut. Ja, es ist halt der Wahnsinn. Es gibt Filmempfehlung oder Serienempfehlung, Ochs im Glas. Okay. Da gibt's, das ist so eine Reihe, wo sie den ganzen Ochsen tatsächlich verwerten. Aber wie das ganze Tier. Mhm. Und ich finde ja solche, meine Mutter hat mir das letztens erzählt, das dürften sie kurz vor meiner Geburt aufgehört haben damit. Da gab es immer ein halbes Schwein, ein ganzes Schwein, und die ganze Familie hat dann so auch so eine Herstellungsstraße gebildet. Und vom Blut wurde sofort zu Blunzen und Würste wurden gemacht und das ganze Tier wurde halt eingebaut. Die Schwiegereltern von meinem Bruder zum Beispiel, die kaufen immer ein Zicklein und frieren das ein und essen irgendwie so ein halbes Jahr ein Tier. Und da auch fast alle Teile. Ich habe eine wunderbare Dokumentation über irgendwelche Büffelfarmen mal gelesen, die auch so immer nur ein Tier schlachten. Dann irgendwie kann man halt diese Steaks kaufen und sie machen auch immer ein großes Fest und man kann man kaufen, aber immer so wirklich ein Tier. Und neben dem Bauer uns aber auch so Bauern, die immer eine Ziege. Oder ein Schaf. Das waren dieses Paar. Ich glaube, es war ein Schaf, oder? Ich glaube, es war ein Lamm, aber sie wurscht. Es war ein Nutztier. Kleiner Vierbeiner. Paarhufer. Ja! Und essbar. Und insofern der Tiergenuss, aber warum machst du das nicht? Ne? Kannst du auch machen. Kannst auch ein halbes Zicklein dir in die Tiefkühltruhe legen. Und naja, oder was? Das täte mir sehr leid, weil nämlich, wenn ich erstens würde es nicht reinpassen, das heißt, das Fleisch würde vergammeln und das würde es zu schade. Also ich esse Fleisch wirklich, wenn ganz, und achte darauf, dass es gut schmeckt, weil meistens, wenn es wirklich gut schmeckt, ist das Tier auch größtenteils glücklich gewesen, weil das merkt man schon am Geschmack. So, ja. Deswegen Kantinenfraß eigentlich nicht ganz so gern. Ich schließe ab mit einer YouTube-Empfehlung von den zwei Volltrotteln. Die haben so eine Kabarettnummer, wo sie als Außerirdische so ein kleines Menschlein am Spieß essen und sich dann halt über die Nutzmenschenhaltung lustig machen. Also, das Kebab-Tier halt war sehr gut beim Garten. Aber die Leute haben es gehört. Den Kebab Deluxe gibt es auch vegetarisch, immer mit den vegetarischen Gästen, und der war auch gut. Döner Royale heißt der. Ah, genau, Döner Royale. War das dann ein Falafel, was gegessen hast? Oder? Was? War das nicht ein Falafel? Diese Hirsebällchen? Nein, es war was anderes drin. War was anderes? Ah. Kein Falafel, der hat das. Oder schon, aber es ist schon so wie ein Falafel, aber anders. Auf jeden Fall ein bisschen anders und gut. Sagen wir so, wenn es Falafel waren, waren sie einfach nur besser. Wahrscheinlich, ja. Also hier beim Gareb kann ich das Essen nur empfehlen. Ich habe die Falafel hier noch nicht probiert, aber müsste ich mal tun. Vielleicht ist das ein Spezialrezept. Ja, es kann sein. Ich hatte heute ausnahmsweise mal die Tomatensuppe, nachdem ich erfahren habe letzte Woche, dass es auch hier Tupfen gibt. Und ich habe die Tomatensuppe genommen. Sie war anders, als ich erwartet habe. Sie war ein bisschen schärfer und gewürzter. Das war nicht schlecht. Kann ich auch empfehlen. Oh, wie süß. Technik! Wie süß muss das jetzt auf die Schuhe. Also wir machen jetzt einen ganz kalten Schnitt. Und wir haben endlich wieder den Johnny in der Sendung. Ja, nachdem du mich auch ca. 100 Mal eingeladen hast. Ich sehe mal 100 Mal. Ich bin noch im Einstelligen. Also du bist ab jetzt nicht mehr eingeladen. Wir sind irgendwelche Jeans, man muss ja die Lampe oft genug reiben und wir kommen. Ja, nein, ist ja nur ein kleines Thema. Ich hab's vor ein bitte, wir verwenden Signal. Genau, wir verwenden ein Signal. Das ist auch tatsächlich. Ja? Ja. Kennt ihr den Ende-zu-Ende-verschlüsselter Messenger? Ist Open Source, auch sowohl Server als auch die Client-Komponente. Und mir ist es nur vor ein paar Wochen war es in den Medien, ich glaube auf Heise und anderen so Newsportalen, dass in Ägypten wurde es zensiert. Also Signal gesperrt, oder? Genau, und dann mal kurz, ja. Und dazu muss man verstehen, wie so ein Messenger funktioniert. Es ist zwar Ende zu Ende verschlüsselt, also keiner kann es lesen am Weg. Und es gibt immer noch ein zentrales Postamt. Also es gibt einen Server, über den läuft das alles. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein staatlicher Provider bin oder ein Staat bin, dann kann ich ganz einfach den Zugang zu diesem Server sperren. Also kann alle meine Provider zwingen, das ist absperren und dann funktioniert Signal im ganzen Land nicht mehr. Und genau das ist in Ägypten passiert. Und Signal hat das sehr rasch einen Workaround ausgerollt. Mhm.
das ich vorher noch nie gekannt habe und dann ein bisschen kurz angeschaut, wie es genau funktioniert, weil einfach so wissen wir, also weil das Thema noch nicht gekannt habe. Und das ist eigentlich ein relativ simpler, aber sehr eleganter Trick, und zwar das Domain-Fronting. Und das nennt sich das. Okay. Da kommt das Domain-Fronting. Genau, Domain-Fronting. Und aus dem Heiser-Dick ist nicht ganz klar, also für mich nicht ganz geklärt gewesen, was das genau gemacht wird, weil da ist es gestanden, sie verpacken die Pakete so, dass es für den Provider aussieht, als wäre das eine Anfrage an die Google-Webseite. Okay, das heißt, sie müssten Google sperren, um den genau, dann sie müssten ganz Google sperren oder alle Google-Dienste, Gmail und was immer. Ich meine, das ist Amazon. Nein, es gibt mehr. Also bei Achso, sie haben auch eine Google, okay. Signal verwendet Google, habe ich noch mal im Source gesehen, aber die. Und mir hat so interessiert, wie funktioniert das? Muss da Google mitspielen oder Amazon mitspielen? Und erst damit dann technisch das angeschaut, wie es genau gemacht wird, war es eigentlich urelegant. Und das Ganze funktioniert nämlich so. Ein normaler Web-Request, wenn ich jetzt einen HTTPS-Web-Request absetze, da ist ein Domainname im Spiel, der an mehreren Stellen vorkommt. Also wenn ich jetzt eingebe www.google.com, also mit HTTPS, ja. Das ist erstmal der DNS-Request, dann sieht mein Provider, der übersetzt den Namen in eine IP-Adresse, dann wird die verschlüsselte Verbindung aufgebaut, TLS, da ist auch nochmals der Name drin. Wenn man auf einem Server mehrere Hosts betreibt, braucht man dieses SNI, also Server Name Indication, glaube ich. Also das sieht auch nicht der Provider. Und dann wird der Tunnel aufgebaut und da drin ist dann ein HTTP-Request. Also bitte gib mir die Seite index.html von www.google.com. Ja. Und im Normalfall sind alle diese drei Domains dieselbe. Also Google.com, die machen es ja. Unterschiedlich. Und die machen es so, dass man quasi, also die haben jetzt in diesem Paper, so festgestellt, dass bei so großen CDNs, also Content Delivery Networks oder auch bei Google App Engine oder bei Amazon oder bei Cloudflare, kann man das so machen, dass man einen Request an den, sobald der Request ankommt am äußersten Server, ist egal, was außen draufsteht am Paket, also unter welchem Namen, also wie der dort hingekommen ist, ausgewertet wird nur das, was im HTTP-Request drinnen im Host-Header steht. Das heißt, ich schicke ein Paket an www.google.com, das ist verschlüsselt mit dem Zertifikat von www.google.com und drinnen im HTTP-Header steht dann drinnen host.blabla.appengine.com und das ist blabla.appengine.com ist irgendeine Applikation, die ich ja dort deployed habe, also ich muss Kunde bei AppEngine sein. Also die Signal-Server-Betreiber haben halt dort dann quasi einen Account und dort läuft dann eine Anwendung, die den Request entgegennimmt und dann ihre Server weiterleitet. Und nachdem es verschlüsselt ist von nach außen hin, kann man halt nicht reinschauen, was drin ist und es ist wirklich einfach ein normales HTTPS-Paket, was das hingeht. Und das kann man eigentlich sehr generisch für alle möglichen Sachen machen. Und das heißt, aber Signal funktioniert jetzt wieder in Ägypten. Ja genau, also momentan ist es so, also Signal hat das sehr rasch ausgerollt, was wirklich super war, nach einer Woche hat es wieder funktioniert. Und dem hat es mal so einen Quick and Dirty Hack gemacht, sie haben es einfach für alle Kunden aktiviert, deren Signal-Nummer mit plus mit der ägyptischen Formel, mit der ägyptischen Formel beginnt. Was das bedeutet, wenn du zum Beispiel in Ägypten bist, jetzt im Moment, dann wirst du es nicht verwenden können, wenn nämlich du hast der plus 43 österreichische Nummer. Ja. Aber das Ziel ist es, in Zukunft das automatisiert zu machen, dass in dem Moment, wo es den Hof den Server nicht erreichen können, automatische Fallback gibt. Oder dass man es vielleicht in die Settings irgendwo einstellen kann. Und das muss auch nicht Google sein, es geht auch mit Amazon Cloud, es geht mit Cloudflare, es geht mit den Microsoft Azure Cloud, glaube ich. Aber ich habe es richtig verstanden, du musst dann trotzdem als Signal dort den Webservice noch genau, haben. Du musst Kunde von Google sein. Und es entstehen für Signal auch Kosten, nämlich sie müssen dort diese App Engine Instanz hosten und die je nach Anbieter, also ich weiß nicht, wo es halt Amazon oder Google ist, wie das genau verrechnet wird, zahlst du dann pro Request oder pro Millionen Request oder pro Gigabyte. Eigentlich pro Rechenleistung zahlen die. Ich weiß es nicht, bloß den Netzwerktransfer, der meistens aber inkludiert ist bis zu einem gewissen Grad. Deswegen ist es ihr Ziel, dass das nur quasi ein Fallback ist. Aber ich habe das so schön gefunden, weil nämlich vor Jahren wir sagen ja schon immer, die Verschlüsselung ist wichtig und HTTPS ist wichtig. Und so als Endkunde, wozu brauche ich HTTPS? Also wozu brauche ich verschlüsselte Webseite, die ist eh öffentlich im Internet. Ja? Ich meine, bis den Leuten mal klar ist, es ist mehr für deine eigene Privatsphäre, es ist wichtig. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo so viel HTTPS verschlüsselt ist, dass es einfach, also wie beim Impfen, also sobald es so grundlegend HTTPS-Traffic gibt, kann man in diesen Traffic wunderschön andere Sachen reinschmeißen, ohne dass es an Zensurmaßnahmen auffällt. Und das geht nur deswegen, weil der ganze Google-Traffic von Haus aus HTTPS ist. Und das sind so Sachen, die was finde ich, die man vor 5 Jahren hat, das kann in das kommen sehen, warum das so wichtig ist. Also, und ich finde es zwar urschön, also das Konzept nicht gekannt, ist auch gar nicht neu, es gibt es seit 2013, glaube ich. Es ist auch fürs Tor-Netzwerk verwendet worden, also man kann ja nicht nur so,
Meine, bei Signal ist es einfach, was Signal selbst verwendet, HTTP. Es ist auch nur eine Websocket verbinden, also das HTTP-Request und eine Websocket, also normal Web-REST-API dahinter am Server. Aber man kann prinzipiell auch andere Protokolle durch HTTP tunneln. Das Ganze in diesen Dings, Domain-Fronting-Trick halt reinschmuggeln. Und das heißt, du kannst einfach als zentrale, und es gibt verschiedene Angriffsszenarien, in dem Fall, wo man davon ausgeht, es geht darum, jetzt einen zentralen Provider daran zu hindern, meinen Traffic gezielt nach Zielen zu blocken, ja, dass ich einfach sage, ist entweder blockt er ganz Google oder ganz Amazon oder ganz das hohe Internet oder er blockt es nicht. Ja. Und dazu mal was Gutes, diese große Internetkonzentration bei Konzernen oder so, dass du nicht halt dann da dann unterkommen kannst. Ja, das bedeutet allerdings jetzt auch, dass Google zum Beispiel auch das Ganze sperren kann. Aber meines Wissens ist es nicht Google, sondern Amazon, weil nämlich grundsätzlich jede Datei, also jeder Upload von einer größeren, von einem Attachment bei Signal in der Amazon Cloud gespeichert wird. Allerdings verschlüsselt. Das weiß ich. Ja. Und deswegen meine ich, die haben das, den Rest auch meines Wissens bei Amazon. Aber im Prinzip ist es wurscht, es kann auch beides sein. Und einer von uns vertut sich oder keiner von uns vertut sich. Das ist die Attachments liegen ganz nebenbei. Es gibt am 363 gibt es einen Topics, wo es das Threema-Signal, das Threema-Messenger versucht haben zu reverse-engineeren und zu zeigen. Ah. Bei Threema ist es eine kommerzielle, also kommerziell ist eine Gratis-App, aber es ist halt ein Nicht-Open-Source-Produkt, das auch für sich klient hat, so ein Ende-zu-Ende-Flüssel-Messenger zu sein. Und die machen es halt genauso wie Signal auch, also wenn man ein Attachment schickt, also wenn ich dir ein Bild schicke und so, dann wird das verschlüsselt, wird eben bei Signal auf eine Amazon, also auf Amazon Storage gelegt und dann wird dann nur der, also die ID von diesem File und der individuelle Schlüssel, der nur für diese eine Datei erstellt wurde, der wird dann halt normal über Signal übermittelt, dein Client holt es von dort und kann es dann entschlüsseln. Das heißt, Amazon oder sonst wer sieht da zwar irgendeinen Blob drum liegen, aber kann nichts damit anfangen. Und das ist doch, eine Sache können Sie damit anfangen. Und zwar, wer mit wem kommuniziert. Ja, das weiß Amazon. Bei Domain-Fronting weiß es nicht mehr, weil dann geht es ja dann über den Domain, das sind schon zwei im Spiel. Mhm. Domain-Fronting geht aber definitiv über App-Engine. Also das habe ich im Signal-Source-Code gesehen auf GitHub. Okay. Also warum so die Entscheidung drauf ist, wahrscheinlich auch eine Kostenfrage gewesen sein. Signal selber weiß es noch, wer mit wem. Und Signal selber weiß, würde ich sagen, weiß auf jeden Fall, wer mit wem kommuniziert. Ja. Zu den Preisen habe ich erst letztens gelesen, Google ist günstiger als AWS, also als Amazon. Mhm. Erst gerade irgendwo durch Zufall mitbekommen. Ich habe aber jetzt auch keinen Link oder sonst was. Nur so fällt mir so gerade ein. Ja, dieses Domain-Fronting, das ist wirklich schon etwas älter, 2013. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das erste Mal gelesen habe. Aber für die, die es jetzt nicht ganz verstanden haben, das ist so, als würde man das Postamt schließen, dieses private Postamt. Und stattdessen geht jetzt der Betreiber, also der die Pakete bisher verschickt hat, mit den verschlüsselten Briefen hin und macht das im Einkaufszentrum. Er müsste das komplette Einkaufszentrum schließen, also der Staat, damit keine Pakete mehr drüber verkauft werden, sozusagen. Okay. Dann kann er in ein anderes Einkaufszentrum gehen. Genau, weil selbst wenn Sie sagen, okay, wir sind dazu bereit, wir sperren alles von Google, weil selbst wenn Sie google.com die Suchmaschine sperren, gut, dann schreiben wir halt Gmail drauf. Geht immer noch. Oder man kann auch YouTube oder alle, also bei Google funktioniert es tatsächlich so, dass ich egal, was ich außen drauf schreibe, sobald es auf einem Edge-Server ankommt im Google-Netzwerk, wird das gemacht, was im Host drin steht. Also ich kann in außen, SNI drin steht. Nein, nicht der SNI, SNI ist ja auch öffentlich. Also ach so, ist auch noch draußen. Technisch. Ach so, was im Host drin steht. Im Host. Oh, weil wir direkt SNI. Ah, okay. Und Johnny, siehst du eine Gefahr, dass jetzt die ägyptische Regierung oder eine andere das dann das wieder überrüsten kann und dann das doch wieder überlistet? Nein, eins, was man gedacht habe, ist, warum können die nicht einfach... Die könnten ja selber Man in the Middle spielen bei HTTPS, indem sie einfach Zertifikats ausrollen. Wir sind da. Und da hat der Client, also Signal, dagegen gesteuert. Die verwenden Zertifikats-Pinning. Das ist ein Mechanismus, dass ich jetzt nicht einer Zertifizierungsstelle vertraue, sondern ich sage, ich vertraue nur diesem einen konkreten Zertifikat mit dieser Unterschrift, also mit diesem Hashwert. Und das ist im Signal, also in der Signal-App ist das Zertifikat von google.com jetzt der Hashwert drinnen. Hat auch den Nachteil eben, wenn google.com jetzt morgen so ein Zertifikat ändert, müssen die ein neues Signal-Update rausbringen. Also ist alles nicht perfekt. Es ist aber nur sehr das CA meines Wissens gepinnt, nicht das konkrete Zertifikat, weil nämlich Google selber hat Millionen von Zertifikate, die ändern nämlich täglich ihre Zertifikate. Stimmt, das wird sein. Ich habe noch gesehen, dass das File drin ist, aber ich habe es nicht genau geschaut. Das ist die CA von Google, die haben nämlich eine eigene. Aber es
wie gesagt, zusammengefasst ist, man nutzt die statt einer kleinen privaten Infrastruktur, die man leicht sperren kann, so wie dieses kleine Dorfpostamt, verwendet man einfach irgendeine große Infrastruktur, die sich der Zensor nicht leisten kann oder nicht leisten will, die zu sperren. Weil, also wenn er das sperrt, weil er sonst alles Google mitsperren müsste. Genau, ja, und wenn er Google sperrt, dann sage ich, okay, dann geht es zu Amazon. Und Amazon ist ja nicht nur die Webseite, sondern es gibt seine Millionen Dienste, die Internet komplett abdrehen. Ja, also und schlussendlich dreht er dann 90% des Internets ab. Und wie gesagt, hat alles seine Nachteile, weil eben man muss dafür zahlen. Das ist, und Signal selber ist ja auch nicht perfekt, weil es ja eben über einen zentralen Server läuft. Der Quellcode ist öffentlich, also man kann sich nichts so anschauen. Man kann auch selber... Kann ich mein eigenes Signal ja, haben? Du kannst es, aber du müsstest dann halt auch deine eigenen Signal-Clients ausgeben. Was kannst du auch okay, machen. Ja. Also du kannst dir... Also ich habe sogar mal... Also wir haben... Kannst du sozusagen forken, das ganze Netzwerk? Ja, ja, du kannst dein ganz eigenes Signal-Netzwerk aufbauen und sagen, okay, ich gebe jetzt... Ja, ja. Also ich baue jetzt eine eigene App-Version. Via Signal. Bitte? Via Signal. Ja, Via Signal und die gebe ich dir, den Schlüssel auf dein Phone. Und dann haben wir eine Gruppe und nur ich am zentralen Server kann das erzählen. Und deswegen denken wir, diese ganzen Zensurmaßnahmen von WhatsApp und so weiter, also wenn ich jetzt was vorhätte, was Böses ist, und keine, ich bin jetzt Terrorist, dann gibt es tausend andere Wege, wie ich kommunizieren kann, ohne dass es über die großen bekannten Wege geht. Also Facebook zensieren oder sonst was, oder überwachen, es ist so leicht, unter dem Radar zu bleiben, und solche Maßnahmen treffen immer nur die breite Masse, aber niemals die, die man sucht. Ja, WhatsApp ist ein, hast du schon gerade genannt, die haben ja im Prinzip das gemacht, die haben Signal geforkt. In Wirklichkeit. Also sie waren sogar beteiligt dran an der Implementierung. Also und es ist auch eine sehr komplexe Geschichte, wie viele temporäre Schlüssel da jetzt so, also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, also durch so nicht Low-Level sowieso nicht, aber auch nicht High-Level ist alles ganz klar, weil ja sehr viel Schlüssel pro Sitzung, pro Session, pro Sachen, also da ist Threema deutlich einfacher gestrichen, nachdem man es aus dem Talk jetzt gehört hat am 63.3. Nutzen die dann auch das alte Verfahren mit OTR? Ich weiß nicht, kann mich... Nein, es ist nicht OTR, aber das ist zumindest eins von dem Forward oder Future Secrecy, haben sie glaube ich eins nicht. Ja, das OTR ist ein Verfahren dafür. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist eigentlich wieder sehr ins Technische abgegeben. Da warst du schon... Du hast gelassen. Das ist das neue Jahr, das macht dich gelassen. Genau. Ich habe nur mein Thema vorgezogen. Jetzt können alle labern. Jetzt können sie labern, Eigentlich hatte ich ja gar kein Thema und beim Hergehen überlegt, ich muss irgendwas sonst was erzählen. Aber dein Fazit ist jetzt, du hast jetzt sozusagen Vertrauen in die Open-Source-Gemeinschaft, dass sie zumindest mit der ägyptischen Zensurmaßnahmen fertig wird. Ja, nein, ich finde es... Alles unter der Voraussetzung, dass die Ägypter es nicht brutforcen können und mitlesen. So. Brutforcen heißt, ja, mit Brutforcen meinst du, dass sie die Session-Schlüssel jetzt brutforcen können? Ja, genau. Aber die verwenden, moderne TLS-Schlüsselverfahren. Also die wollen es hoffen, dass sie nicht entsprechende Hardware dazu haben. Ja, das ist wahrscheinlich mit die Helmen und damit ist die Sache gegessen. Könnte die ägyptische Regierung nicht eigene Signal-Clients ausgeben ans Volk, die dann in Wirklichkeit ganz böse sind? Das könnten sie. Also das unter dem Namen Signal, das wäre ganz fies. Ich meine, Signal ist ja... Und würde auffallen. Naja, aber dann müssten sie in die Stores hineinkommen. Eben, genau. Ja, aber es würde auffallen. Dann müssten sie einen eigenen Store machen, das würde schon klappen. Das ist ja China zum Beispiel, also wenn, macht das oder? Wenn ich ein staatlicher Akteur wäre mit großem Einfluss... Aber du sie vielleicht nicht auf dumme Ideen bringen. Ja. Wer weiß, ob du das beschrieben hast. Ich wollte es nur gescheiteln, aber eigentlich will ich es nicht wissen. Aber was man bei Signal kann, was ich auch toll finde, es ist ja Open Source, der Client, aber woher weißt du, ob du auf deinem Handy den Source-Code laufen hast, der da in GitHub liegt. Ja, das ist überhaupt generell. Und bei also Signal... Also fehlt ein GitHub, oder? Also auf GitHub liegt der Quellcode dieser App, die du auf deinem Handy hast. Ja. Du kannst natürlich die vom GitHub kompilieren und bauen und das funktioniert auf deinem Handy, garantiert. Aber wie kannst du sicherstellen, ob die App, die du jetzt aus dem Play Store bekommen hast, dieselben Source-Code hat und die Signal verwendet Verifiable Builds, das heißt, sie haben einen ganz genau definierten Build-Prozess, der ein reproduzierbares Binary rauswirft. Das heißt, es ist wirklich bitident. Okay. Bis auf die Signatur natürlich, die Unterschrift, das von wem die App ist. Und es gibt eine Möglichkeit, sie haben eine ganz genaue Anleitung dafür, wie man das macht, wie man das selber prüfen kann. Das heißt, du kannst den Quellcode von GitHub auschecken, kannst es bauen nach diesen... Mittlerweile gibt es sogar einen Docker-Container, wo du das Ganze sehen machen kannst. Und dann schauen. Aber da drinnen hast du quasi schon die fertige Toolchain, die du brauchst, um das so verifiable zu bauen. Weil sonst der normalste beim Bild ist ja nie, da sind sie Timestamps drinnen, Uhrzeiten, sonst was. Im ZIP-File, irgendwas anders geordnet, schon ist das File anders am Ergebnis.
Und die haben halt einen Weg, wie man das, und die, also die Files im Play Store sind genauso gebaut, dass du kannst das selber bauen, das im Play Store nehmen und dann wirklich vergleichen, ist das genau das File. Also die, und natürlich magst du das jetzt nicht jeden Tag, aber es machen Leute. Und okay. Von dieser Sicherheit. Damit könnte ich mich jetzt gegen eine Regierung schützen, die sozusagen falsche Kenntnisse also die, du, wenn ich jetzt irgendwo wäre, wo ich dir nicht vertraue, dann würde ich es vielleicht selber auch prüfen, aber so kannst du dich zumindest darauf verlassen, wenn es am Morgen ein Play Store Update von Signal rauskommt, dass sie irgendwer in einem Blog auflegt, Herr du passt irgendwas nicht. Ja, ich würde eher aber nicht sagen, dass Signal jetzt der Böse ist, sondern jemand anderes. Ja, jemand anderes auf dem Weg zu. Vielleicht nämlich Google zum oder Beispiel, ein eigenes Signal. Sie müssen es ja gar nicht freiwillig machen. Ja. Und sie geben es nur jedem tausendsten Benutzer. Wobei Google kann das ja nicht, weil ja jedes APK-File ist ja signiert mit dem Schlüssel, den nur Whisper Systems hat. Also wenn ich als App veröffentliche. Also muss da schon. Wenn ich eine App in der Play Store stelle, signiere ich sie auf meinem lokalen PC, am besten auf einem offenen PC, wo mein Schlüssel ist. Mit selbstkompilierten Betriebssystem. Ja, sie signieren es halt mit ihrem eigenen Schlüssel und geben es als Google. Ja, aber deine App, dein Android-Handy wird das nicht installieren. Das wird sagen, Signature Mismatch und wird es nicht. Muss ich mal mit mich mit beschäftigen, weil rein theoretisch. Aber es gab ja schon mehrere Lücken in der Vergangenheit, zum Beispiel, wenn man in einem ZIP-File einen Eintrag mehrfach hinterlegt und der wird dann bei der Signaturprüfung ignoriert und bla bla. Also da gab es einige Sachen, okay, die Signaturprüfung war nicht bugfrei in der Vergangenheit. Aber Johnny, aus Endanwender-Sicht, wenn ich jetzt so Instant Communication will, was soll ich dann verwenden? Also was ich derzeit das Beste ist das Signal derzeit. Aber es ist eben noch nicht, es ist noch nicht das Perfekte. Du musst es bewusst sein, dass der Betreiber, also Open Whisper Systems, die sehen nicht den Inhalt, aber sie sehen genau, wer die mit wem, wann. Also ich kann trotzdem gedroht werden, weil meine Metadaten. Ja, die Metadaten sind eben. Mit wem sind denen sie nicht mehr? Die sind für jemanden, der nicht. Also für jemanden, der nur den Server von Whisper Systems von außen beobachtet, also der Provider von denen, der sieht das nicht. Weil nämlich die Pakete dorthin sind die dann noch verschlüsselt. Okay, also du siehst, die Pakete, die dorthin laufen, sind alle nur mit. Nicht mit dem eigentlichen Ziel beschriftet. Aber da drin, der Server selbst, der packt es einmal aus. Der eigentliche Text ist immer noch verschlüsselt, also Ende zu Ende zwischen dir und Gregor, also das ist kein anderer, also der kann nicht einmal Whisper System lesen, aber er weiß zumindest, okay, das kommt vom Horst und ist für den Gregor, jetzt muss ich dem Gregor das irgendwie zustellen, wenn er nicht offen online ist, muss ich irgendwo ablegen und der weiß halt ganz genau, wer das wo. Und Signal hätte ja die Möglichkeit im Protokoll für Federated Server, dass man quasi nicht nur einen zentralen Server hat, sondern so wie E-Mail oder IRC vielleicht eher, dass man quasi andere Server betreiben kann und in seinem Paket, genau wie Java, IRC und Java ist eher dass man quasi sagen kann, okay, ich bin Signal-Kunde oder Nutzer und ich habe mich beim Server Johnny registriert und du hast dich beim Server Gregor registriert und wenn sein Paket, du schickst jetzt eine Nachricht an einen Nutzer vom Server Johnny, dann musst du erst schauen, wo ist der Server und gibst dann den weiter, dann wärst du ein bisschen mehr verteilt und ich glaube, das ist einer der Kritikpunkte, warum sie das nicht ausgerollt haben, weil es ist im Source Code nämlich an vielen Stellen vorgesehen. Also es ist eigentlich im Protokoll drin. Das ist wirklich interessant, dass sie das nicht gemacht haben. Da gibt es einen Blogpost, gibt es von Moxie einen Blogpost zu diesem Thema, wo er schreibt, das machen wir nicht, weil das haben wir bei Jammer schon gesehen, dass wir dann die ärgsten Probleme haben, wenn wir neue Features rausbringen wollen. Ja, also den Blogpost kann ich echt empfehlen zu lesen, weil da wird halt klar, wie der so tickt und so lang. Da versteht man, warum Dinge bei Signal so sind, wie sie sind. Okay, schön. Ja, das ist auf jeden Fall leider ein Argument. Ja, ja. Es ist allerdings, aber trotzdem, man muss echt das Gute halten, Moxie hat für die Community da wirklich mehr getan als viele, viele andere. Viele Leute haben Messenger rausgebracht und so, sie sind verschlüsselt, aber das ist unser eigenes Patent und wir geben es nicht raus, aber das ist unser Know-how. Der hat was auf den Markt geworfen, das für jedermann frei nutzbar ist und auch wenn das jetzt nicht das Goldene vom Ei ist, das wirft die ganze Community so weit nach vorn. So viele Leute bauen auf dem jetzt auf oder können eigene Protokolle ableiten und selbst ein Signal morgen untergeht. Ja. Also dieser Quellcode ist da und der ist was erarbeitet durch, worden. Viele Leute haben da drauf gesehen und also das ist wirklich mal. Ich höre so einen gewissen Optimismus bei dir aus. Open Source versus Militärdiktatur 1:0. Dass wir noch Crypto Wars laufen in die richtige Richtung. Ja, ich muss noch schnell einen Filmtipp einwerfen, wenn man da gerade dabei ist. Es gibt von Moxie und vier anderen Leuten, das ist der Signal-Hauptentwickler wahrscheinlich, gibt es einen Film, der heißt Hold Fast, wo sie mit einem selbstgebauten Segelboot oder selbst restaurierten Segelboot von Florida in die Karibik segeln, der
Schön. Das sollte sich unbedingt anschauen. Weltklasse-Film. Da geht es um Verschlüsselung? Da geht es nicht um Verschlüsselung, da geht es darum, wie man sich ein Wrack von einem Segelboot kauft, das herrichtet und mit dem man in die Karibik fährt. Schön. Okay, ja. Um nicht überwacht zu werden. Hold fast, hast du viel. Hold fast. Ich habe noch was zur Verschlüsselung. Ich habe was heute gelernt, oder eigentlich gestern, was mich ziemlich überrascht hat. Ich habe ja dieses Panoptikum, da läuft die Applikation unter alpha.panoptikum.io. Die übrigens sehr hübsch ausschaut, ich habe mir die Seite angeschaut. Aber jetzt läuft sie, Marketing, unter beta.panoptikum.io. Hast du Progress? Das heißt, ich habe Progress sozusagen und die Alpha-Requests werden auf Beta umgeleitet. Nicht? Einfach immer genommen, alles was hinter der Domäne steht, vorgewordet auf die andere Domäne. Und nachdem ich ein bisschen ein seltsames Setup habe, mit Let's Encrypt-Zertifikaten, Nginx als Proxy und dann dem OTP als eigentlichen Applikationsserver, wollte ich einmal schauen, wie das jetzt aussieht, wenn ich das Zertifikat auslaufen lasse. Also das Zertifikat hatte 3 Monate... Das von Alpha. Das von Alpha ist ausgelaufen, das von Beta ist erst ein paar Tage alt und gültig. Und dann kam die große Überraschung, dass der Google Chrome weiterhin brav von Alpha auf Beta umleitet, obwohl das Zertifikat ausgelaufen ist. Während der Firefox das nicht macht. Aha. Beim Firefox bleibst du sozusagen beim Alpha hängen mit der Meldung, die man so kennt, ne, Zertifikat ist ungültig und so weiter, oder ist nicht vertrauenswürdig, Warnung, und du musst dann wirklich, wollen sie wirklich und so weiter. Während der Chrome leitet einfach fröhlich weiter. Das meine, die ungeleitete, schlussendliche Verbindung ist dann weiterhin gültig, aber trotzdem ist ja eigentlich sehr diskutierbar. Weil, ob das eine gute Idee ist, weiterzuleiten, wenn das erste Zertifikat abgelaufen ist. Ich könnte dich ja wohin umleiten mit einem Was nicht von mir vorgesehen ist, genau. Wenn sozusagen Alpha wer von mir übernommen hätte, könnte das Zertifikat auslaufen lassen, woanders hin umleiten. Wenn das Alpha ist, nur so ein bisschen anders geschrieben, was weiß ich, richtig, mit F statt mit PHs oder ein anderer mit Punycode. Ja, genau. Das wäre besonders spannend. Also Zeichen, die fast so ausschauen wie die original Unicode-Zeichen. Nicht? Und dann auf die Art und Weise könnte man wegen schön reinreiten. Ja. Also das finde ich, sollte Google auch noch zutun. Ja, zu dem Thema habe ich auch was. Nämlich Google ist da wirklich sehr komisch, was das anbelangt. Ich betreibe ja meinen Mail-Server selber. Ich habe meinen Mail-Server umgestellt auf einen anderen, das ist komplett andere Hardware, anderer Hostname. Hatte kein Zertifikat für diesen Host. Das heißt also, für meine Domäne, sondern nur einen bestimmten hatte er. Und Google stellt die Mails trotzdem zu, obwohl eigentlich das Zertifikat überhaupt nicht gültig ist. Alle anderen Server haben es abgelehnt, mir die E-Mails zuzustellen und haben dann dem entsprechenden Absender mitgeteilt oder so lange gewartet, bis mein Zertifikat drin war. Und mir nicht zugestellt. Aber Google stellt sie gnadenlos zu, egal was mit dem Zertifikat ist, abgelaufen, überhaupt nicht gültig. Sollte man schauen, wo man das einwerfen kann, diese Meldungen. Ja. Das Problem ist ja bei Google, du kannst keinen Menschen erreichen, wenn du eben ein Problem hast. Also keinen. Aber das ist ein wichtiges Prinzip bei Google gleichzeitig. Sonst könnte es nicht so skalieren. Ja. Weil damals hast du ich hatte die eine Erfahrung mit dem Play Store, wie meine App gesperrt wurde, weil ich einen PayPal-Link drin gehabt habe und damals übersehen habe, dass da halt in den Nutzer... Ich vermute, dass es deswegen war, aber die Begründung, mit der es rausgeworfen wurde, die war so wahr. Also, war nur ein Verweis auf Abschnitt sowieso. Aber der Kundenbetreuungsalgorithmus dich nicht mögen. Genau, und wenn du jetzt entweder du bist groß genug, dass du genügend Social Media auf Wind erzeugst, natürlich so ein großes Unternehmen, wenn jetzt die Facebook-App gesperrt werden würde, dann hätten die schnell genug Wind. Also als kleiner Entwickler kannst du dreimal oder zweimal wieder rufen und dann, wenn es ist abgelehnt worden, die Decision ist final. Das ist übrigens dasselbe, wenn es von einem YouTuber ein Sperrvermerk gibt. Ja, genau, also du kriegst keinen Menschen, du darfst einmal ins Internet eine Mail schicken. Du hast nur so ein Formular und das Zweite ist, ich selber dann gemerkt, dass ich reg mich da jetzt lieber nicht auf und mache es auf den Wind, weil nämlich da hängt zu viel dran. Ja, nachher hast du keinen Schimmel mehr. Dann ist mein Telefonkante weg. Ja. Und du merkst erst, und das ist eigentlich nicht schnapp. Die katholische Kirche funktioniert nach Jahrhunderten sehr gut. Aber wenn es darum geht, dass der kleine Trottel sich bei den großen Konzernen beschwert, Facebook, da ist ja was in Bewegung. Ne? Falls ihr das mitbekommen habt, ist es mit der Dykes-Karikatur. Ja, wurde gesperrt. Eine Dykes-Karikatur von einem Journalisten von Falter. Ne? Also was drauf war, es waren keine Nippel oder sowas drauf, sondern es waren
Das war ein sehr alter Teigskarton, wo ein fremdenfeindlicher Österreicher mit seiner Schrotflinte auf Sternsinger singt und schießt, kleine Negerkinder. Und so. Genau. Und das haben dann einige Leute geteilt, unter anderem auch Journalisten, und die wurden alle gesperrt, weil dieses Bild jemand gemeldet hatte. Warum auch immer. Und ja, das war. Hat aber genug Shitstorm ausgelöst, dass das jetzt wieder durchgegangen ist. Und Facebook hat ja auch jetzt irgendwie jemanden, sagen, Head of Content oder irgendwie so ähnlich, stellen sie jetzt Menschen ein, tatsächlich, die da auch über die Fake News Debatte und so, also die haben da schon sehr viel Druck bekommen, und die, was da, ich meine, das ist noch wirklich ein Flanzlein, also mal schauen, was passiert, aber nur um da anzudocken, ja, dass eben die großen Konzerne da, und ich meine, ja, es gibt halt diese diese Regeln, aber es heißt nicht, dass man die nicht irgendwie als Gesellschaft irgendwie auch mal, es dauert ein bisschen, ist klar, aber da bewegt sich postulieren was. Postulieren wir das Primat der Politik über die Wirtschaft. Das ist jetzt so, bei vielen anderen Software- oder anderen Dienstleistern, also Softwareprojekten oder Dienstleistern, habe ich eine Feedback-Mail-Adresse oder sonst irgendwas, wenn ich jetzt... Ja. Und das hast du bei denen systematisch nicht. Google hast du das systematisch zum Beispiel nicht. Aber auch bei Facebook hast du es nicht wirklich. Es ist nur sehr komplizierte Mails. Und du hast eben so Formulare, und du hast dann nicht einmal Bestätigung. Also du hast irgendwie wirklich schwer. Ja, nicht, sie wollen es nicht. Sie tun das systematisch ab. Privatkunde, als Businesskunde, als Zahlen, da weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich anders. Aber bei Facebook weiß ich aus Erfahrung, es gibt schon auch menschliche Ansprechpartner. Ich habe für eine Marketingfirma gearbeitet und hatte von meiner Zweitseite, unser kleines Serienmagazin, das haben wir relaunched und einen neuen Namen und eine neue Facebook-Seite aufgemacht, und wir wollten das mergen. Und inzwischen ist das Mergen von Facebook-Seiten einfacher geworden, und es gibt mehr implementierte Funktionen. Mhm. Aber damals, vor eineinhalb Jahren, war das, Internet muss man sagen, damals, war das nicht möglich. Und ich hatte den Kontakt, oder ich konnte über meinen Chef, der hat denen bei Facebook ein nettes E-Mail geschrieben, sagt, kannst du meinen Kollegen da bitte die beiden Seiten mergen. Also es ist nicht so, dass es keine Menschen gäbe oder dass es nicht auch so Vitamin B gäbe. Aber in dem Fall war es halt die große oder mittelgroße Marketingfirma, die hauptsächlich online ihr Geschäft macht, und die Facebook ja ein Riesenumsatz verhältnismäßig groß, und also da geht es schon um 6-7 Stellen. Da muss man auch dazu sagen, du bist als Facebook-Filmseitenbetreiber nicht Kunde, du bist Produkt. Der Kunde ist der Marketing, der dort inseriert. Das stimmt, genau. Aber der kriegt natürlich Gehör, du nicht. Es war ein privates Ding, und es war halt reine Kulanz und freundliche Beziehung zwischen dem B2B-Betreuer bei Facebook und der Firma. Und ich habe das dann auch noch von anderen Leuten gehört, die auch eben jemanden kannten oder auch irgendwie größere selbstständige Marketing-Auskenner, die Kontakte haben, die jemanden kennen, die bei Konferenzen jemanden kennengelernt haben von Facebook. Also da passiert spannend viel auf der informellen Ebene. Ja? Und wie gesagt, sowas wie Seiten... Weil Facebook will ja, dass es ein bisschen clean ist. Sie wollen ja nicht, dass große Marken irgendwie verwässert werden, weil Leute irgendwelche Fanseiten aufmachen. Und das ist, war dann die, was ich auch mitbekommen habe in meiner Arbeit, dass große Firmen dann gesagt haben, okay, wir sammeln jetzt all diese Seiten ein, oder wir haben irgendwie ein großes Filialnetz, und das sind halt alle selbstständige Unternehmer, und manche von denen haben eine Facebook-Seite aufgemacht, weil es halt nichts kostet, aber trotzdem vielleicht was gut. Und die wurden dann irgendwie alle ins Mutterschiff geholt quasi, dass da auch, weil die große Mutterfirma ja auch ein bisschen Interesse daran hat, dass da irgendwie das Ganze einheitlich passiert. Also das ist das Interesse, Marketing-Hut, der muss passen, versus den Interessen von den Kleinunternehmern, die auf Facebook eben so eine Mini- speziell wenn sie eben so eine Filiale lokal haben und irgendwie lokal, die vielleicht sogar auch wichtig sind, auch wenn sie dann zu einer großen Marke gehören oder Subnehmer, Lizenznehmer, wie auch immer, die Modelle gibt es ja dann verschiedene. Aber das, und dann gibt es eben so Sachen wie in unserem Fall, wo wir tatsächlich einfach eine neue Seite aufgemacht haben, weil Umbenennen nicht ging. Und wir haben auch überlegt, Umbenennen, neue Seite, was ist besser? Und dann haben wir eine neue Seite aufgemacht, und dann wurde gemerged, und das wurde dann auch, dass die Fans wurden fusioniert und doppelt ausgestellt. Das heißt, man hatte dann die man bisher gesammelt hat auf der neuen Seite, plus die alten, und wenn es Überschneidungen gab, dann natürlich nicht doppelt gedeckt. Also insofern... Ich wusste gar nicht, dass das Feature geht, aber... Geht ja nur, was man kennt. Ja. Ja, weil wir mit zu wenig uns. Nein, geht nicht. Inzwischen gibt es das. Merch-Pages, das war sehr versteckt.
Und inzwischen gibt es als, auch ich sehe es ja als jemand, der mehrere Seiten betreibt, ich sehe das, also ich könnte die jetzt mergen, würde ich nicht wollen, aber ich könnte. Aber ich als, wenn ich jetzt Fan einer deiner Pages bin, ich musste dir ja nicht zustimmen, wenn du die mergst. Das heißt, du könntest ja dann zwei Pages... Also ich kann dann Likes verkaufen. So. Ja. Ja, da geht es ja so aber schon dann um... Interessensgebiete um, eigene Pages um, aufbauen und dann alle mergen und dann hast du alle eingefangen. Also ich habe das dann ja nicht selber gemacht, weil ist noch einer über mir bei den Seiten, also wir sind ein kleines Team und da ist einer, der Administrator hat das dann gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwas hinschicken musste oder so. Aber spannend. Ja, klar. Da muss irgendetwas, also ich weiß nicht, wie die das dann im Hintergrund kontrollieren, weil manchmal, man kennt das ja, Ausweis hinschicken, Ausweiskopie oder sowas, das gibt es ja manchmal. In dem Fall, wie ist das jetzt? Ich würde mich darauf wetten trauen, dass es in der Facebook Euler drinnen steht, dass sie dich merchen dürfen. Ich will nicht wissen, was ich da mal zugestimmt habe. Den Erstgeborenen. Die ursprüngliche, diese ganz versteckte Merch-Funktion, da gab es ja so eine Art Formular und man hat dann Seite A, Seite B und da mussten ein paar von den Feldern mussten übereinstimmen und dann hatte man noch so ein Feld Anmerkungen und dann habe ich das abgeschickt, es wurde sehr schnell abgelehnt, dann habe ich irgendwie halt war ich in der Situation, okay, da hat mich jetzt der Algorithmus abgelehnt, weil diese drei, vier Felder, die Sie als relevant erachten, nicht übereinstimmen. Die Ähnlichkeit der Namen zum Beispiel war irgendwie so, in dem Kriterienkatalog stand das drinnen. Also wenn ich jetzt, heißt jetzt Facebook und will der Facebook merchen, dann geht das. Aber wenn ich Facebook und mein neues Produkt heißt Google Plus und ich will das merchen, dann geht es nicht. Ja, so ungefähr. Und so, das war aber der Fall bei uns. Und dann ging es, dann erst habe ich mich auf das Vitamin B verlassen. Also ich habe ja brav versucht zuerst irgendwie mich da jetzt nicht, ich bin ja eigentlich immer ein bisschen kritisch, wenn es darum geht, Vitamin B anzuwenden. Bin ja immer, finde das am Österreich. Ja, eben auch speziell, ich bin da sehr unösterreichisch. Ich versuche es immer ohne und wenn alles dann nicht ging und noch dreimal hin und her schreiben und, weil es dann auch immer oft final, ne? So, gestern hast du auch Vitamin B angewendet. Was war gestern? Bei der Anmeldung bei einem Webservice, wo es Probleme gegeben hat, hat er Vitamin B angemeldet und dann ging es plötzlich. Sogar ein neues Feature implementiert worden. Gibt es eine Kontaktseite, eine Beschwerdeseite? Ja. Achso, habe ich gesucht. Ja, ganz hat dir geschrieben. Ganz Panoptikum. Vom Panoptikum. Okay, ja. Der Harry hat sich nicht anmelden können. Es war ein Anwenderfehler zugegeben. Wobei, ja, es war ein bisschen ungeschickt gemacht und jetzt kann man sich nicht nur per Username, sondern auch per E-Mail-Adresse anmelden. Das ist vernünftig. Bei Alpha war ich mit E-Mail, das E-Mail war gespeichert und dann war Beta und ich wollte mich anmelden, ich habe das irgendwann in den Weihnachtsferien gemacht, kurz nachdem du das Beta rausgebracht hattest, ich dachte, ich schaue ich mal wieder mal die neue Version an. Wurdest du nicht gemerkt. Und ich hatte das Ding und es hat mich genommen und dann habe ich ein neues Passwort anfordert und ich mache eh immer alles, was ich weiß und versuche alles auszuschließen, bevor ich jemanden auf die Nerven gehe und dann habe ich nicht gesehen, dass da steht Username, also Anwenderfehler. Das haben wir dann. Und ganz unten auf der Seite steht komplett. Kannst du das über alles bestimmen. Ja, über alles. Ja, über alles. Das wird sicher das erwarte tägliche E-Mails von mir. Ich bitte da was mein Nachbar. Ich habe eh noch eine andere Anfrage, muss ich nachher noch. Aber Harry, du hast da ein super Stichwort gegeben für eine elegante Überleitung. Höret, ja? Vom Thema. Lauschet ihr Narren. Zum Thema Österreicher ohne Vitamin B. Martin, wie lebt sich's mit Tochter in Wien? Also, Vitamin Bengel. Meine Tochter ist ja inzwischen mehr als 6 Jahre alt. Du darfst ja fleißig über ihren Schulbesuch posten, ne? Über deine Meinung zum Schulsystem. Achso, meine Meinung zum Schulsystem, ja. Nein, aber sprich einfach über dein Leben, du warst jetzt so lange nicht im Podcast. Ich denke, das Wichtigste war eigentlich, dass wir relativ früh mit Kindergarten angefangen haben. Weil das großstädtische Einzelkind, das braucht halt anderswo, da gibt es halt keine Großfamilie, wo man irgendwelche sozialen Kontakte herholen kann und das hat eigentlich für uns ist nicht gut funktioniert. Und da ist uns dieses Wiener Kindergartensystem sehr zugute gekommen, was ja jetzt in diversen Skandalen versunken ist. Nämlich ist es so, dass wenn man in Wien einen Kindergarten eröffnen will, und du hast einen Kindergarten? Nein, haben wir nicht gemacht. Nein. Aber es geht, man kann, wenn man die Kriterien erfüllt, wird der private, selbstorganisierte Kindergarten von den Eltern gleich bezahlt wie ein öffentlicher Kindergartenplatz. Und somit
Hat es gut funktioniert in den letzten Jahren? Was sagst du dazu? Ja, warum verlange ich 12 Euro für Programmierkurse, wenn ich mal Kindergarten zahle? Ja, warum doch einen Programmierkindergarten? Ja, genau. Aber jetzt war das, jetzt waren die Skandale. Ja. Dann kamen leider diese Skandale, weil das, ich nenne es halt Christen, weil die Kriterien für die Finanzierung sind scheinbar nicht ausreichend gut kontrolliert worden. Aber ich habe eigentlich gefunden, dass dieses Modell, das wäre es eigentlich auch für Schulen, weil wir jetzt ist sie in der Schule und bei der Schule ist es so, dass also deine Tochter ist jetzt in der Volksschule. Ja, es ist aber in einer Montessori-Volksschule, die aufmerksamen langjährigen Hörer wissen wahrscheinlich, dass wir heute Fans sind. Ein Bogen, das heißt, der Kreis schließt. Ich war in einer Montessori-Volksschule. Ja, genau. Und du hast schon mal drüber reden. Auf jeden Fall, die ist auch total super, aber leider nicht mehr so günstig wie der Kindergarten. Das heißt, du musst drauflegen. Ja, genau. Aber die ist nicht voll frei finanziert, also die Gehälter vom Lehrer, nein, vom eben Staat schon. Also es ist bei den privaten Schulen ist es ja in Österreich so, dass nur die kirchlichen Privatschulen die Lehrer vom Staat bezahlt kriegen. Und das ist jetzt wieder mal eine Diskussion, die Aufwind bekommen hat, dass doch alle ist das, Lehrer. Ist das nicht Teil des Konkordats, glaube ich, sogar? Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja. Das Problem allerdings ist natürlich auch, dass die sich dann auch an die Lehrpläne halten müssen, und so eine Montessori-Schule funktioniert halt ganz anders als eine normale Schule. Das ist dann sehr kompliziert. Aber es ist eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht, also ein bisschen Geld vom Staat gibt es schon, aber das ist in Größenordnungen weniger als das, was halt ein Schulplatz in einer öffentlichen Schule kostet. Kannst du sagen, was legst du ab, dass deine Tochter da hingehen darf im Monat? Das im Monat, also es kostet 6.000 Euro im Jahr. Im Jahr, Das ist bis 16.30 Uhr geht die. Also das ist eigentlich ein Ganztag. Ganztagsschule, ja. Das ist ein Verschränkster, also das heißt heutzutage ein verschränkter Ganztagsunterricht. Die haben. Aber kommt noch ein Essensgeld und ein Freizeitbespaßungsgeld dazu? Nein, das ist alles dazu. Okay, 500 all inclusive. Ja, das sind 6.600. Auf jeden Fall. Kann man sich auch Tochter leisten. Genau, ja. Es gibt aber immer Geschwisterrabatt. Nein, bei uns nicht. Bei meiner Schule, wo meine Mutter immer noch Schulsekretärin ist, gibt es das Geschwisterrabatte. Und ich war ja damals in der ersten Klasse, also Eltern haben das gegründet im Ort in Niederösterreich draußen, Montessori-Schule. Und die hat sich inzwischen super, wie gesagt, meine Mutter kam dann dazu, also ich war dann Begleitung von jemandem, der besondere Aufmerksamkeit bräuchte, und ist dann zur Sekretärin mutiert und Vereinskassiererin oder so, Schriftführerin auch noch. Und wie die Schule gewachsen ist, habe ich zugeschaut, das ist toll. Also auch jetzt dieses Montessori-Modell kennt ja nicht Stufen, diese Viererstufen, die wir haben, Volksschule, Unter- und Oberstufe, sondern die nennen das Primaria, Sekundaria und noch irgendwas, Vorsekundaria. Mhm. Und das ist dann 2-3-3 oder irgendeine so eine Variante, ist das diese ersten 8 Jahre. Und also die müssen jetzt 8 Jahre lesen und schreiben gelernt. Ich habe Lesen und Schreiben gelernt. Und das Öffentlichkeitsrecht, das du erwähnst, das Wichtige am Öffentlichkeitsrecht ist, dass die Prüfungen staatlich anerkannt sind. Ja, ja. Weil sonst muss man in eine Öffentlichkeitsrechtsschule gehen und dort die Prüfung ablegen. Das heißt, du musst einfach in die. Und bei unserer Schule ist das halt niederösterreichischer Ort, ne? Da kommt dann noch Lokalpolitik dazu. Und ich habe mir öfters anhören müssen von Nachbarn, hey, du gehst ja in die Behindertenschule oder so. Und zwar nur Montessori. Und das beste Zitat, das ich jemals von irgendwem gehört habe, also positives Zitat und nicht aus dem Ort, war, was sind das eigentlich für Idioten? Die Montessori hat das erfunden 1907 und unser Schulsystem ist viel jünger und ihr nennt es uns irgendwie alternativ oder jung oder sowas. Das war immer gut. Das, unser Schulsystem ja viel kürzer existiert, das Montessori-Konzept da einfach irrsinnig lang gibt. Und aber das stimmt ja nicht, weil das Schulsystem, das so in den meisten Ländern von den Staaten installiert wurde, das ist ja noch viel älter. Das, was wir in Österreich haben, das basiert ja in letzter Konsequenz auf der Magie. Ja, genau. Und das kommt von der preußischen Armee. Ja. Und diese Idee, die zugrunde liegenden Ideen sind, die sind viel älter. Ja. Und das ist ja so ein bisschen diese Geschichte, die erzählt wird, dass sich angeblich so viel ändert, aber die zugrunde liegenden Ideen ändern sich halt nicht. Und da ist Montessori und andere alte reformpädagogische Ansätze sind auf jeden Fall progressiver.
Aber merkst du konkrete Unterschiede? Also kann deine Tochter jetzt im Vergleich zu Nachbarskindern irgendwas besser oder schlechter, die in einer Volksschule, in eine normale Schule gehen? Oder hast du keinen Umgang mit solchen Leuten? Schon die Frage. Bist du da in der heile Weltbubble? Ich bin auf jeden Fall in der heile Weltbubble und was. Also in unserer Schule ist es so, dass die Kinder überhaupt von 6 bis 12 gemeinsam, das sind 40 Kinder von 6 bis 12 und da ist da gibt es halt viel mehr soziale Interaktion mit unterschiedlichen Altersgruppen zum Beispiel. Ja. Und das Hauptding, was mir auffallen ist, es gibt keine Hausübung in Montessori-Schulen und es ist aber trotzdem so, dass es sich total oft nach der Schule hinsetzt und entweder was schreibt oder was rechnet. Warte, dass ich mir das jetzt auf der Zunge zerkenne. Ja? Dein Kind, ja, kommt von der Schule um 16 Uhr nach Heim, ja? Ja, genau. Und ist so fasziniert von dem, was gelernt hat, dass freiwillig Fake-Hausübungen macht, weil es keine gekriegt hat vom Lehrer. Genau. Ungern legt sich das Radivari aus der Hand. Das letzte Musikstück. Habe ich das richtig gemacht? Fake News, nur auch Fake-Hausübungen. Fake-Hausübungen, genau. Die Frage, die du sagst, ja, Papi, darf ich auch Hausübungen haben, wie das Nachbarskind? Es ist alles nur Propaganda, was er uns erzählt. Das kann man alles nicht. Naja, und das Wichtige ist halt, dass man die Kinder da mehr oder weniger machen, was sie wollen. Also Musik ist ein bisschen speziell bei Montessori. Also das sind ein bisschen zu weit für. Aber in dem konkreten Fall ist es tatsächlich Schreiben und Rechnen. Sie tut gern zu Hause hobbymäßig schreiben und rechnen. Ja, genau. Also jetzt schauen wir mal, wie das noch die Weihnachtsferien ist. Da ist es ein bisschen zurückgegangen. Aber auf der Zugfahrt nach Wien von Kärnten hat sie unglaublich viel gerechnet. Mit der Buchhalterin. Ich muss das sehr vergleichen ziehen. Es gibt ja Leute, die aus der Arbeit heimkommen und dann noch freiwillig an Open Source Projekt weiterprogrammieren. Ja, ganz genau. Ja. Und ich bin ihnen allen so dankbar. Das ist das Gleiche, ja, ganz genau. Spaß macht. Positive Einstellung. Ne? Und ich glaube, so, dass man es früh lernt, so Spaß an was zu machen. Das ist tatsächlich auch bei Montessori ein zentrales Ding, dass man nicht nur nicht bestraft, sondern auch, dass man nicht belohnt, in dem Sinn, dass jetzt irgendwelche Sternchen oder was vergeben werden. Und das ist ja genau das, was bei Open-Source-Projekten ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute daran arbeiten, obwohl sie nicht dafür bezahlt werden. Alle blöd. Und deine Frage. Na, ich bitte. Nicht auf den Trocken. Also ich genau Bier jetzt an. Auch ein Bier, bitte. Deine Frage, kann die Tochter irgendwas besser? Ja? Die kommt ja jetzt aus dem alten Schulsystem, weil das alte Schulsystem sagt ja, du hast eine Klasse und am Ende dieser Klasse ist ein Lernziel erreicht und wer das nicht schafft, der muss es nochmal machen oder ist schlecht. Ja. Und bei Montessori geht es genau darum, da solltest du nur am Ende der Ausbildung, wenn schon du es messen willst, dann am Ende der Ausbildung, also am Ende der, was auch immer die jeweilige Stufe halt ist, weil das Prinzip ja ist, dass Kinder einfach nicht gleich sind und Kinder aber ein intrinsisches Bedürfnis haben zu lernen. Dass man braucht ihnen da jetzt gar nicht sich streng in ein Korsett zwingen, sondern dass es gibt in der Schule, meiner Schule, gibt es Räume, die, also den Naturraum und den Mathe-Raum und den Sprachraum und so weiter. Und den großen Bewegungsgarten und jedes Kind kann quasi in den Raum gehen oder den Raum sich nehmen, dass es möchte. Und natürlich gibt es ein bisschen immer so ein bisschen Gruppendynamiken, dass man auch mit seinen Freunden gemeinsam was macht. Und wenn dann ein Kind zum Beispiel irgendwie gerade ein Jahr lang gar nichts macht, ist das theoretisch kein Problem. Aber dafür gibt es ja dann Pädagogen, die dazu in der Lage sind, das Material und die Unterrichtsmaterialien auch anzubieten und zum anderen auch darauf zu schauen, dass das Kind quasi zu motivieren und eben nicht einmal sanften Druck auszuüben, sondern einfach zu schauen, wie kann man an das Kind herankommen. Und dann gibt es dann eben den Typ, der gern hört, der Typ, der gern liest, der Typ, der gern spricht und so weiter, der dort dadurch am besten lernt. Und das ist eben der ideale Raum und deswegen gefällt mir das, vor allem jetzt aus der Distanz. Ich war halt der erste Jahrgang und dadurch gab es so viele Kinderkrankheiten und wir waren relativ wenig und so, aber ich finde einfach toll, wie sich diese eine Schule entwickelt hat. Ich kenne auch über die organisatorische Vernetzung und so Negativbeispiele oder bekommen sie erzählt. Also, aber ja, wenn das wirklich gut funktioniert und das Verhältnis der Pädagogen ist halt 1:10 oder so. Also es ist jetzt auch nicht so gravierend, also vielleicht doppelt so gut wie in einer
Regelschule haben wir es immer genannt. Gibt es das Wort immer noch? Regelschule. Regelschule, ja. Regelschule. Ich kann sogar zustimmend einwerfen, dass ich derzeit an einer Montessori-Schule arbeite. Ich bin dort nämlich nachmittags Bespaßer sozusagen, ja, in einem Vorort von Wien und mache dort Computerunterricht halt mit Montessori-Schülern, die so 10 bis 14 sind. Und du ziehst dein Programm durch oder hast du die Konzepte von Montessori angeschaut? Nein, ich habe mich leicht dem ökonomischen Druck beugen müssen, also offiziell mache ich keinerlei Kriegsspiele dort. Okay, ja, genau. Sehr sanftmütig, aber de facto unterrichte ich lauter Burschen. Aber du sparst dir Dungeon Crawler, Schwertkämpfe, solche Sachen, also so Spiel. Nein, ich habe das versucht dann zu diskutieren mit der Direktorin, was ich jetzt genau machen darf und was nicht. Und am Ende bin ich drauf gekommen, die österreichische Lösung ist, ich mache, was ich will und rede nicht viel drüber. Aber was ich schon sage, ich kriege natürlich mit, ich gehe da immer hinein und da ist noch Unterricht und so. Und ich muss sagen, es ist natürlich eine andere Atmosphäre, als wo ich zur Schule gegangen bin. Also die Kinder sind sichtbar gern dort, die Leute, die dort sind, die werden alle voll von den Eltern finanziert. Das gibt natürlich keine Subvention, wie weit ich das kapiert habe. Die sind sehr motiviert, sehr nett zu den Kindern, sehr, sehr nette Atmosphäre. Und ja, also man denkt sich spontan, da wäre ich auch gern Schulgang. Ne? Mhm. Und die Kinder sind auch, also was ich schon sagen kann, sie sind nicht auf die Goschen gefallen durch die Bank. Also. Mhm. Aber auch so in Umgangsformen passt auch. Also wenn ich da hingehe und dann irgendein Mädchen sagt dann, musst du in den dritten Stock und so, oder ich suche die Kabeltrommel. Also sie haben sehr angenehm. Sie sind fixer im Umgang mit Erwachsenen und können sich auch sehr äußern, was sie wollen und was sie nicht wollen. Mhm. Und sind sehr, sehr motiviert auch. Das ist mir auch aufgefallen. Zumindest bei mir. Aber Martin, also sprich du von, ich wollte eigentlich allgemein wissen von Leben in Wien mit Kind. Also in der Öko-Bubble. Wir fahren ganzjährig mit einem Rad und früher, das kennst du vielleicht noch, da wir Gemüsekistel alleinrechter nicht, muss Radfahren. Genau, Radfahren auch noch, das auch noch. Ja. Und das Kind pubertiert dann und wird Porsche fahren und so später. Wahrscheinlich, ja. Bis dahin werden wir vielleicht so einen Tesla-Sport weiter. Ah, ja, genau. wieder gab es ja schon mal einen. Auf jeden Fall, der Kinderfahrradanhänger ist inzwischen leider zusammengebrochen, aber wir haben jetzt was anderes Tolles, und zwar ist das Gestell, mit dem man das Kinderrad an das Erwachsenenrad ankoppeln kann. Ja, so eine und Kupplung. Und dann setzt so ein biegbares Genau, das dann, wir dann nehmen wir mit angelegt. Ja, ja. Die Kleine darf hinten strampeln und dich pushen sozusagen. Ich darf nach hinten schreien, bitte jetzt einmal mithelfen. Ach so. Aber das... Können Sie dich ausbremsen auch? Oder ist sie dann so? Aber das haben wir schon sein. Relativ bald klargestellt, dass das nicht geht, sondern dass es nicht bergauf geht. Und das funktioniert eigentlich, also dieses Argument, dass man mit Kind dann auf einmal ein Auto braucht, das stimmt zumindest in Wien. Am Land ist das natürlich was anderes. Aber in Wien, also du lebst in Wien ohne Auto mit Kind? Genau. Und Radfahren vor allem. Radfahren. Und kommst du überall hin? Also. Ich komme überall hin, und jetzt sogar, wo bei diesen Temperaturen, die gerade sind, mir die Gangschaltung immer einfriert, funktioniert sogar noch besser, weil jetzt kann ich sagen, pass einmal auf, die Gangschaltung ist eingefroren, wenn du nicht mithilfst, dann müssen wir schieben. Und dann tut sie spürbar mehr. Dann stampelt sie spürbar mehr, ja genau. Verstehe. Das klappt. Sonst, naja. Also, das ist das Ganztagsschulthema ist natürlich schon interessant, weil da bleibt dann deutlich weniger Zeit übrig, als das im Kindergarten war. Obwohl der Kindergarten eher schon bis 3:30 ging. Also weniger Zeit für dich mit der Tochter? Ja, genau. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite... Bist du es gefühlt weniger oft am Tag Vater, oder? Ja. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite... Mir sagt man ja sonst da, zumindest an manchen Tagen, irgendwie was organisieren, dass sich mit Freunden treffen und so. Mhm. Also, kommt mir mal so vor, könnte man da relativ viel abgeben, und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es durchaus Sinn macht, diesen Aufwand quasi, dieses Kinderleben zu organisieren. Das kann man ohne weiteres, finde ich, abgeben. Kann man schon abgeben, ganz genau. Also, man oft, also meine Schwester zum Beispiel ist da ein bisschen anders, die, findet es, dass man eben das nicht so machen sollte. Aber gerade also bei uns hat es auf jeden Fall gut funktioniert, sagen wir so.
Ich komme nicht drüber hinweg, ich muss trotzdem nochmal fragen. Wie ist das mit dem Musikinstrument? Naja, wie viele Spielzeuge? Wir können jetzt einmal eine Perspektive zum Thema Kunst und Musik im Speziellen bei Montessori erzählen und du kannst dann sagen, ob du das auch so siehst. Mir kommt so vor, dass das bei Montessori generell bei all diesen, eigentlich bei allen Dingen an erster Stelle steht, dass man quasi diese handwerkliche Fähigkeit erlernt, die notwendig ist, um irgendwas zu tun. Mhm. Und das fängt schon an bei den Materialien im Kinderhaus, dass die genauso verwendet werden sollen, wie es angedacht ist. Und da wird dann halt auch nicht einfach irgendwie mit Musikinstrumenten herumgetan, sondern da gibt es spezielle Materialien zum Noten lernen und Töne lernen und so weiter. Okay. Und für mich wäre jetzt die logische Konsequenz, dass das Musikinstrument auch sehr streng eher dann beigebracht wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay, ja. Ich selber bin ja total unmusikalisch, weil mein Musikunterricht im Gymnasium ein bisschen... Zu wenig streng war? Nein, der war zu streng. Zu streng, also rebelliert. Der war, ja, genau. Also ich kann bis heute nicht Noten lesen aus dem einfachen Grund, weil mir da das ist mir einfach komplett vergangen. Obwohl ich mich erst auf die Mütter danach dann... Also ja, Musik ist eher nicht so jetzt mangels der Möglichkeiten. Was ich eher so finde, ist, also in dieser Schule ist es, so Spezialsachen hängen ein bisschen an den Personen, die unterrichten. Ein Fach, wo auch ein regelmäßiger Wechsel ist und wo das Kind quasi ein bisschen am Zufall ausgesetzt ist, ist die Native Speaker. Weil dadurch, dass das ja keine, dann ist halt irgendwie am Ende der Hackordnung, wenn es darum geht, wer kriegt welche Native Speaker aus welchen Ländern, und alle wollen natürlich Englisch, Französisch, Spanisch, ja? Und dann sind die Native Speaker durchschnittlich eher aus, ich möchte nichts, exotisch ist es nicht, aber da, und wie gesagt, dann sind Spanisch und Französisch schon auch dabei, aber das sind halt eben keine Franzosen und keine Briten und keine Spanier, sondern das sind dann zu irgendeinem Bolivia, der sich nach Österreich verirrt hat oder sowas, und da ist dann das Angebot der Sprache zum Beispiel, hängt dann an dieser einen Person, die ein Jahr da ist, das eben Zusatzangebot nämlich natürlich, und das normale Angebot ist halt Englisch und darüber hinaus halt eben nur, was die oder Englisch, was die diese anderen halt mitbringen, aber ich meine, es ist halt dann hauptsächlich eine Volksschule für die das, was wir Unterstufe nennen, diese 4 Jahre, ist dann eben ein bisschen anders organisiert, aber da ist so ein bisschen so ein Zufallselement drin, dass ich finde jetzt, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, es ist halt da und es ist halt irgendwie die Realität, die diese kleine, selbstorganisierte, private Schule irgendwie eingehen muss, aber ja, die sind dann auch natürlich engagiert, diese Personen, die da kommen und immer sehr, also habe ich auch einige schon kennengelernt, die sind nett und kompetent und die Kinder mögen das auch und dann ist es halt Portugiesisch, ja, who cares. Das ist ja etwas, also Sprachunterricht überhaupt ist ja so in der Form bei Montessori eigentlich nicht vorgesehen, weil es, wenn dann so sein sollte, dass halt der Montessori-Unterricht in einer anderen Sprache stattfindet, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja der Sprachunterricht in einer Regelschule, wo er formalisiert von einer Person, die auch keine Native Speakerin ist, aber gerattert wird sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Ich jedenfalls auf Englisch, glaube ich, nicht nur in der Schule gelernt, sagen wir mal so, sondern damals noch gab es zum Glück die ganzen blutigen Computerspiele nur auf Englisch. Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber das war bei uns immer das Wichtigste, dass man die UK- oder US-Versionen von allen möglichen Ego-Shootern kriegt, weil sonst kann man es nicht spielen. Ja, die Ego-Shooter bieten sich sowieso recht gut an, weil meistens werden die nicht auf Deutsch lokalisiert, sondern bleiben auf Englisch, weil sie ja in Deutschland verboten sind. Da lohnt es sich nicht. Deswegen sind das die besten Computerspiele für Kinder und mit Spaß. Wir haben eingebauten Russischunterricht, weil die russischen Kinder... Aber jetzt muss ich schon noch... Also man kann ein bisschen früher auch schon anfangen. Und das zweite Ding, wo ich jetzt einen guten Englisch gelernt habe, ist beim amerikanischen Serienschauen. Das wisst ihr sicher auch, ihr seid und da kann man zum Beispiel, da gibt es von BBC eine ganz tolle Serie, wo alles auf YouTube ist, das nennt sich Peppa Pig.
da können die Kinder dann sehr früh schon anfangen. Peppa Pig? Peppa Pig. Okay. Letztens habe ich meiner Nichte in Spee das Mobiltelefon ausgeliehen, die wollte YouTube-Videos schauen. Ich hätte nicht gedacht, dass die genau das weiß. Und dann, ja, such nach Elsa, so ein Charakter aus irgendeinem Film. Jedenfalls. Frozen. Ja, genau. Come on, hat eine Nichte und weiß nicht. Entschuldigung, wie kannst du eine Nichte ins B haben? Es ist von ihr etwas erklären. Ich bin nicht angeheiratet, diese Familie. Noch nicht geboren. Dann ist es nicht deine Nichte. Aber wenn es wird meine Nichte, sobald ich meine Freundin sozusagen heirate, dann ist es meine Nichte. Mhm. Und so ist es noch nicht. Ja? Er hofft darauf, dass er sie heiratet. Genau, das ist okay, schon. Alles klar, ist kapiert. Ja. Ja. Ich habe gedacht, du hast pränatale YouTube-Sessions. Ja, jedenfalls, die wollte dann YouTube-Videos schauen und das Witzige ist, anscheinend kennt die sich schon mit YouTube ein bisschen aus und irgendwann sagt sie, Erwachsenenvideos, mach das weg. Und dann musste ich da dran gehen. Das ist ja ein Interview oder sowas. Also harmlos im Vergleich. ein langweiliges Video. Sie wusste genau, das ist nicht für Kinder gedacht und musste weg. Und komischerweise, ich habe ja zwei Mobiltelefone. Ich habe ja das eine ihr gegeben und das andere ganz normal weiter benutzt, hatte ich plötzlich Peppa Pig abonniert. Ah, ja, sehr gut. Ja, das ist wieder geklickt wieder. Und peinlich. Unsere zweite Lieblingsshow auf YouTube ist die Slivky Show übrigens, falls ihr die kennt. Das die was? Slivky Show. Slivky Show schauen. Okay. Das ist allerdings Deutsch. Gibt es auf Deutsch, auf Englisch und auf Russisch. Also der russische YouTuber, bitte sehr. Aha, der sind das die russischen Lifehacks? Oder? Das sind diese russischen Lifehacks, ganz klar. Ihr müsst unbedingt die Slivky-Show schauen, weil nur beim Slivky ist das wirklich total gut gemacht. Okay. Erstens nicht so stressig, wie diese modernen Kinderfilme so sind. Und er erklärt ja auch immer, was man nicht zu Hause machen soll. Genau, er sagt das, also bis auf ganz kleine Übersetzungsfehler ab und zu, ist das wirklich total gut gemacht. Und da gibt es dann solche Sachen wie, wir bauen ein ewiges Terrarium oder wir zünden 10.000 Böller an. Den habe ich angeschaut, den gibt es mit 100.000 Aschen. Ja, 100.000, genau. Aber Böller, Überleitung. Du hast vorher was von Kanonenkugel gesagt. Gefährder nämlich. Nein, ja, genau richtig. Ist auch ein YouTube-Video. Ja. Ist auch ein YouTube-Video. Die Kanonenkugel. Die Kanonenkugel und die Feder. Mhm. Und ist das war Bowlingkugel gewesen oder sowas? Bowlingkugel, ich weiß, was ich gesagt habe. Aber es geht mit Kanonenkugel genauso gut. YouTube-Video. In der größten Vakuumkammer der Welt haben sie gleichzeitig fallen lassen eine Feder und eine Bowlingkugel. Was kommt zuerst an? Wirklich exakt zur gleichen Zeit. Und es ist schön zuzuschauen, man glaubt es nicht, aber es funktioniert die Physik doch noch. Ja. So ein Glück. So ein Glück. Schon. Und jetzt das Spannende, hat die Feder das Brett da unten auch zerschmettert? Nein. Hey, das solltest nicht, die Leute sollen sich doch anschauen. Achso, na dann. Spoiler. Die Physik, irgendwann kommt ein Trump-Tweet. Overrated Physics. Totally boring. Ja, genau. Aber ich habe noch eine doppelte Überleitung. Nachdem der Johnny zuerst gesagt hat, Open-Source-Projekt. Ich habe was zum Feiern mit euch. Wer stoßt mit mir an? Nämlich den tausendsten Podcast. Den du anschaust. Im Panoptikum sind jetzt 1000 Podcasts drin. Und zwar, weil wenn Skynet wächst, weil in der letzten Zeit viele dazugekommen sind aus der Sammlung der Nele Heise, das ist eine deutsche Kommunikationswissenschaftlerin, die in einem etwas spröden Google Doc bisher Frauenstimmen gesammelt hat. Also Podcasts, in denen Frauen zumindest eine Rolle spielen. Also wenigstens eine daran teilnimmt. Wie es auch hier der Fall ist, die über die ganze Zeit von einer Zeitschrift vom Horst abgelenkt worden ist. Sonst hätte sie schon rausgenördet. Und darum nörde ich sie gerade wieder rein, weil du wolltest eigentlich noch einen Film erzählen. Moment, die tausendste Folge, die drin ist, oder? Tausendste Feed, tausendste Podcast und ein bisschen über 750.000
Episoden sind jetzt drin. Das heißt, 75.000 Episoden. Und Stefan, also, arbeitest du daran, dass dann die KI, die du darüber laufen lässt, dann selber Podcasts produzieren lässt? Nein. Das ist so ein random Gequassel, das dann nein. So klingt wie der Biertaucher Podcast. Nein. Beliebteste Stimme, beliebteste Content. Genau, die Reizwörter geknüpft. Redet dann, also ich finde das mal. Oder eine randomized Seriennummer. Toll. Das haben wir eh. Nein, Achtung, ein Auto. Wer wollte einen Film erzählen? Du wolltest einen Film erzählen. Ich hatte kurz mal den Film erwähnt, ja. Ganz, ganz kurz, ja. Das Sühnhaus. Kennt ihr den Film jemand? Hat davon jemand gelesen? Ich habe das Plakat im Kopf. Aber genau, das Plakat. Ja, so ein bisschen schade. Ist keine Reportage, ist ein Essay-Film. Kann man das so beschreiben? Ein Film, ein bisschen aufgebaut ist wie ein Essay, nicht chronologisch. Über das Baugrundstück Schottenring 7. Das ist dort, wo die Polizei ist. Dieser Block. Weil das ist das Ringstraßentheater Brandhaus. Genau, dort dieses Grundstück. Das ist da beim De France Kino. Also weiter. Ja, okay. Weiter Richtung Fluss runter. Dort war zuerst dieses Ringtheater, das 1881 abgebrannt ist. Danach das Sühnhaus, das sogenannte, was ein Wohnhaus war, nicht ganz geglückt ist. Also die Mieten in diesem Wohnhaus hätten wohl den Bezirken zugutekommen sollen. Das hat der Kaiser damals gebaut zur Wiedergutmachung, dass das halt so blöd gelaufen ist mit diesem Brand und den Sicherheitsvorkehrungen und so. Seit dem Brand gibt es auch das Rote Kreuz in Wien, auch ein interessanter Fakt. Und dann kam eben die Polizei hin und es geht eben, also die Erzählerin oder die Macherin des Films erzählt halt, ist ein bisschen auf der Suche nach Geistergeschichten, das sagt sie auch, das merkt man auch. Es ist ein bisschen lustig, man muss immer ein bisschen schmunzeln dabei und sie stellt es oft ein bisschen geistermäßiger dar, als es ist. Und es kommen halt verschiedene, kein Esoteriker, ein Geo, irgendwas, eine Art Esoteriker kommt dann auch zur Sprache, der meine, das Grundstück wolle sich mit dem Feuer reinigen. Ja, da gibt es ein paar lustige Wiener Geschichten dazu, die sie versucht zu verknüpfen und auch ein bisschen versucht, da Gesellschaftskritik auszuüben, natürlich. Und auch Sigmund Freud hat in diesem Haus gewohnt und dort seine erste Praxis gehabt. Aber noch in jungen Jahren, also noch unerfolgreich. Ja, es sind viele interessante Tode, Brände und andere schreckliche Sachen. Auch auf der IKEA-Couch. Ja, also ein Film über ein Wiener Haus, über eine Wiener Adresse. Über eine Wiener Adresse, ja genau. Es sprechen auch Zeitzeugen, die dort gewohnt haben. War 1881? Nein, da war das Theater dort. Also danach war das Sühnhaus dort. Zeitzeugen vom Brand. Aber auch Sigmund Freud hat eine schreckliche Geschichte. Aber Sigmund Freud hatte Karten für das Theater an diesem Brandabend. Ist echt hingegangen. Lustig zum Anschauen und halt nett, einmal so eine Erzählung, so eine Erzählart in einem Film verpackt zu sehen. Kannte ich vorher nicht. Läuft nur im De France Kino. Läuft das jetzt? Das ist auf Deutsch. Das ist nämlich schon lange jetzt, dass der Film läuft. Ja, ich habe ihn vorgestern gesehen. Ui, okay. Ja, meine Freundin hat ihn vor einem halben Jahr oder so gesehen. Tatsächlich? Ja. Ist das schon so. Also was du beschreibst, klingt jetzt total nach Podcast, gell? Tatsächlich? Ja, es ist ein Film, sagst du. Es gibt was zum Sehen. Okay. Ja, es gibt was zum Sehen. Aber keine Reenactments oder so. Gibt es einen österreichischen Geister-Podcast? Stefan? Viele Bilder von Polizei. Ich kann dir einen sagen, Krop FM kann man sich anhören, wenn man über Geister mehr erfahren möchte. Krop FM. Wird von einem Grazer gemacht, schon seit einigen Jahren. Ist aber nicht nur rein Geister, sondern ist halt auch ein Esoterik, Außerirdischen, alles was in diesen Sektor gehört, Podcast. Aber der Tarek, der es macht, der macht das ganz gut. Kann man sich anhören. Also ich bin da interessiert. Noch einmal den Namen. Krop.fm. C-R-O-P? Ja, so wie okay, wegen dem Kornkreisen. Es gibt auch sehr gute Folgen über die klassischen Kornkreise. Oh. Gibt es auch die neueren, nicht klassischen? Ja, es gibt die neueren. Die werden dann von Rauchwarenherstellern reingestanzt zu Werbezwecken. Gibt's auch. Da steht auch Philipp Lorenz Feld, oder? Ja, die machen halt so einen technischen... Mit den GPS-gesteuerten... Mähdreschern gibt es super. Moment, Rauchwarenhersteller? Steht dann halt Marlboro vom Feld. Bitte schön in Tabakfelder Pelze? In Tabakfelder. Nicht im Wieso sollte ein Pelzhersteller Werbung auf Konto? Das sind Rauchwaren, was du meinst. Rauchwaren sind Rauchwaren. Tabakwaren. Okay, gut, dann habe ich mich nur verhört. Ein Buchstabe. Oh, shit. Ja, aber klingt gut. Also gerade auch wegen diesem bisschen mystischen Aspekt. Das spricht mich an, weil du so Wien und so, ja genau.
Das könnte ein bisschen so zusammen, so sagen wird und so. Österreichischer Film. Und österreichischer Film. Dann geht man raus aus dem TV-Skin und steht vor der Polizei. Ist auch lustig. Dann kann man sich direkt dieses Gebäude da anschauen. Genau. Schön. Hast du in den Schweizer Rollenspiel-Podcast hineingehört? Ja, aber der war auf Englisch. Ja, ja. Oh Gott, ich kann doch so schlecht Englisch. Nein, ich habe die erste Hälfte angeschaut. Das ist eine aufgezeichnete Session. Ja, das ist das Format, das sie planen. Interessant. Habe ich das letzte Mal drüber geredet? Kurz, nein, glaube ich, am Christen oder so. Nicht? Nicht? Also ich habe am Kongress einen Schweizer Rollenspieler beraten im Hinblick auf Podcasting. Also ja, kurz. Okay, ich glaube, ich habe es kurz angerissen. Ich war Podcast-Patin, genau. Und der hat eben auch schon zwei Folgen aufgenommen. Und eine von den beiden Folgen hat er jetzt quasi für mich publiziert, indem er es auf der Dropbox hochgeladen hat. Das habe ich dir eben empfohlen. Und er hat es uns auch erlaubt, dass wir es hier im Podcast publizieren. Und würde sich sehr über Feedback freuen. Also er hat extra jetzt auch eine E-Mail-Adresse angelegt, okay, dass man ihm Feedback zusenden kann. Und die werden wir in die Shownotes reinstopfen. Das ist eben eine Basler Truppe von Rollenspielern, die ihre Session, die sie da spielen, live aufzeichnen, schneiden und dann als Podcast veröffentlichen wollen. Cool. Wie sind die und Nummer 11? Sie arbeiten, das ist alles noch inoffiziell. Okay, ja, alles das ist eine Gmail-Adresse und ja, Dropbox. Es gibt auch noch keine Webseite, keinen Webauftritt. Diese Sachen haben wir immer alles durchbesprochen. Ja, die machen sie richtig. Fangen wir mal mit dem Sound an, mit der ersten Folge. Super. Und das war zum Beispiel die große Frage, ist die Soundqualität gut genug jetzt? Sie haben es ähnlich aufgenommen, wie wir es hier haben. Das heißt also ein Mikro mitten am Tisch gehabt oder eigentlich sogar nur ein Tablet. Es ist ein bisschen Echo drauf, es ist ein bisschen Hall zu hören. Ich fand es ganz okay. Ein anderer hat sich angehört und gesagt, das ist nicht hörbar, ihr müsst zu einzeln. Ja, nicht? Also unterschiedliche Hörer haben unterschiedliche Ansprüche. Nicht? Das ist halt das dann wieder. Also wer Lust hat an Rollenspielen, reinhören, Feedback senden an die Adresse, die in den Shownotes ist. Fand ich auch insofern interessant, das Format, weil es jetzt eine Reihe, kommt mir vor, an YouTube, aber auch an so vornehmlich amerikanischen Fernseh-Video-Formaten gibt, YouTube-Formaten, die eben auch so Sessions abfilmen, wo die Leute Tabletops miteinander spielen. Da gibt es diesen ganzen berühmten vom Will Wheaton, oder? Ja, den gibt es inzwischen nicht mehr. Aber das ist ja, stimmt, das war ein ganz großer Bekannter. Mir sind aber noch ein, zwei andere auch untergekommen. Mhm. Ich kann jetzt aber... Wir haben ja, kann den Namen nicht ausgraben. Schickst du die zumindest ins Titanpad? Das kann ich machen. Ist auch lustig anzuschauen. Mhm. Es ist halt wirklich, ich meine, teilweise. Ist das dann geschnitten oder so richtig mit Gehen und Cola-Trinkpausen? Und eben, diese Videoformate sind da meistens schon stark formatiert, was einerseits angenehm ist, weil du bist in 25 Minuten Folge. Es gibt nämlich eine Serie, wo sie ein Mischformat gemacht haben zwischen gezeichneten Content. Also sie stellen in einem Comic das dar. Und ich bin nämlich auf diesen Webcomic durch unseren Spielleiter draufgekommen, der mich angeködert hat mit der Prämisse, das sind doch die Zeichner von Rick und Morty. Rick und Morty, muss ich mal anschauen. Und es ist auch wirklich putzig. Man kann sich das 25 Minuten mal gut unterhalten. Es ist halt, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, in diesem amerikanischen Format sind halt Comedians eingeladen. Ja. Und die wollen, da. Das ist halt, so läuft halt kein normaler Rollenspiel. Ja. Es wird jetzt auch nicht erwartet oder so, aber es kann, wenn man so zum die erste Folge reinhört, auch ein bisschen anstrengend sein, weil die alle sehr motiviert sind und sehr energetisch sind und dann so ein, also die vermarkten sich doch selbst ein bisschen. Gag nach dem anderen irgendwie so reingeschnalzt wird. Andererseits kommen da trotzdem, wenn man halt viele Situationen halt von eigenen Spielen auch wieder erkennt und so. Es ist schon ganz witzig. Und ich freue mich über jeglichen Rollenspiel-Content, den es gibt im Netz. Der Name von diesem... Weiß ich nicht, werde ich aber nachreichen. Bitte in den Shownotes nachlesen unter biertaucher.at. Mhm. Ich bin derzeit ein bisschen hinten nach mit den Shownotes bei biertaucher.at, also wenn man den üblichen Chronologie folgt 2017 und dann die Seriennummer, die Shownotes-Seiten sind früher da, bevor sie in der Übersicht da sind. Mhm. Ich hätte noch einen Film, ganz kurz. Ich wollte noch mal Werbung machen für La La Land. Nicht nur du, auch der Spiegel macht Werbung für La La Land. Der Spiegel, ganz viele Werbung für La La Land. Ist, glaube ich, auch Oscar nominiert oder so. Ja, noch nicht ganz. Das haben sie auf jeden Fall bekommen. Oscars ist durchaus möglich. Rechne ich zu. Und was hast du denn schon gesehen? Er startet ja jetzt erst am Wochenende. Und ich werde nichts sehen, aus anderen Gründen. Aber
Aus privaten Gründen oder aus Abneigung? Nein, also soll ich das jetzt ausbreiten? Ein Vorhaben, um die gesunde Ernährung auszugleichen, weil bisher war ich ja immer schlecht ernährt und guten Geistes. Jetzt will ich dann umdrehen, dass ich mich gut ernähre und zum Ausgleich nur österreichische Filme schaue, zumindest für ein halbes Jahr. Oh mein Gott, ich bin auf Hollywood-Diät und auf Unterhaltungsdiät tatsächlich. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass ich ja mit Bruttofilmungsprodukt mehr machen möchte und deswegen auch mir irgendwie die Zeit freischaufeln muss, um mich und mich auch zu zwingen, über die österreichischen Filme was zu machen. Und das andere ist, dass ich ja meine Masterarbeit mache jetzt im Sommersemester und mir hier auch wieder Zeit freischaufle. Weil ich habe es jetzt schon gemerkt in den letzten Tagen, schaue ich ihn an und dann geht irgendwie so die Netflix, die Hand zur Maus. Also nicht nur Kino, sondern das ist total. Ich schaue, wenn, es muss österreichisch sein. Ich mache da jetzt total die. Das heißt, du lebst wochenlang ohne irgendwas, bevor bis da wieder. Mindestens bis zur Masterprüfung Anfang Juli. Dann werde ich mal schauen, wie es mir dann geht, wie es mit Bruttofilmungsprodukt weitergeht, solche Dinge halt. Also da werde ich das dann evaluieren quasi. Mhm. Und dann habe ich ja auch im Sommer irgendwie Zeit, ein bisschen auch aufzuholen, dann ist irgendwie eine ruhige Phase und ich bin ja eigentlich so der Sonnenfreund insofern. Bezüglich La La Land wirst du dich in die Tour schieben. Ich bin ja großer Musical-Fan, deswegen werde ich es auf jeden Fall angeschaut, aber nicht jetzt im ersten halben Jahr. Und ich bin ja auch, was mein Kinokonsum generell angeht, sehr sparsam geworden. Ich habe letztes Jahr, ja, glaube ich, war ich wirklich nur mit euch, der eine Bauer Unser und die beiden Star Wars Filme, also den einen am Anfang des Jahres vom letzten Jahr und den jetzt. Und das war's. Und es wird mir jetzt das erste halbe Jahr nicht so schwer fallen, weil ja zum Beispiel auch die Sachen, die ich irgendwie so fix schaue, und langfristige Serien, wo ich auf jeden Fall weiter schaue. Game of Thrones kommt erst in der zweiten Jahreshälfte diesmal. Walking Dead kann ich verzichten auf die zweite Hälfte. South Park kommt erst in der zweiten Jahreshälfte. Und die anderen Sachen, die ich so wirklich gern habe, Orange is the New Black zum Beispiel, startet im Juni. Also da geht es dann um einen Monat. House of Cards werde ich überleben, wenn ich, das kommt immer im Februar, das werde ich überleben, wenn ich einmal später schaue. Also die Sachen, die mir wirklich, wo ich wirklich schon 4, 5, 10, 20 South Park Staffeln investiert habe und weiter schauen möchte. Man hört nicht auf. Es ist ein emotionales Einlassen darauf. Ne? Ich meine, es ist ja. Das ist quasi dieses erste Halbjahr 2017 ist dafür gut geeignet, von meinem Konsum ausgehend. Ich erwarte regelmäßig Berichte im Biertaucher, wie der Zustand deiner Hollywood-Diät ist. Also für gesunden Körper und dafür den Geist ein wenig malträtiert mit dem österreichischen Problemkino. Aber du kennst ja bestimmt dieses österreichische Netflix-Film mit, oder? Natürlich, da gibt es eine eigene. Das ist jetzt kann ich, ja. Sky habe ich pausiert, Netflix habe ich noch, weil das sind auch einige österreichische Serien, aber Flimit schaue ich jetzt tatsächlich am häufigsten. Flimit? Sind da auch so alte österreichische Serien eigentlich auch drauf? Es ist sehr viel oben. Es ist auch einiges nicht oben, aber. Prinzipiell so Serien auch. Ich habe mir jetzt in Echter Wiener geht nicht unter angeschaut, wieder angeschaut. Ich habe sie schon so oft gesehen, weil es einfach so genial ist. Und es ist wirklich, man muss objektiv sagen, ist es wirklich gut. Aber es sind nur die ersten 20 Folgen oben. Und ich habe aber die anderen, Gott sei Dank, irgendwie, die gibt es nämlich nicht, die sind die es auf DVD gibt. Mhm. Es gibt nämlich den zweiten Teil nicht auf DVD. Und ich habe sie aber, Gott sei Dank, also falls jemand braucht, ich habe sie gekauft. Gerettet. Gerettet, ja, ja. Die anderen Folgen. Und das mal angeschaut. Und MA2412 habe ich mir auch so einfach nur ein bisschen was. Dadurch, dass ich irgendwie gesagt habe, was schaue ich an? Akulär? Oh. Bin ich mal Richtung. Wir nehmen nur noch mit einem Mikro auf. Überleben. Ich habe jetzt sehr viel versucht, Komödien zu schauen, um irgendwie diese Problemfilme noch hinten anzustellen. Es wird sich irgendwann aufhören, dass Komödien keine mehr da sind und ich muss dann. Und ich habe auch, ich weiß noch nicht, ob ich das ankündigen soll, aber ich tue es trotzdem, eine zweite Podcast, also den Podcast auszubauen, eine zweite wöchentliche Folge zu machen. Alleine. Okay. Monolog mit über
so quasi einen alten Film wiederentdecken, aber gekoppelt mit, also ihn auch anzukündigen, einen österreichischen Film, anzukündigen, welcher Film es ist, dass der, die Zuhörerinnen und Zuhörer den Film auch schauen kann in der Woche und auch zu schauen, was wird denn ausgestrahlt, dass man eventuell auch die Möglichkeit hat, das am Fernsehen zu sehen, den Film tatsächlich. Mhm. Also auch ins Fernsehen. Leider, da geht es ums Wiederentdecken und dadurch, dass ich das ja... Ist das von deiner Warte aus wiederentdeckt, also was du in deiner Kindheit gesehen hast? Nein, einfach auch Filme entdecken, die irgendwie einen guten Ruf haben oder die... Ich habe auch noch nicht so viel gesehen, also jetzt ist es quasi, ich zwinge mich quasi dazu, irgendwie so einen... Kann man auch Vorschläge machen, ja schon. Aber wie gesagt, vielleicht idealerweise ist es irgendwie gekoppelt, dass die Filme tatsächlich gesehen werden können. Weil ich habe halt das Problem, soll ich dazu sagen, der Film gibt es auf Vimeo oder auf Amazon oder auf Netflix? Soll ich das dazu sagen? Ich meine, mir ist es ja relativ wurscht und ich meine, irgendwo müssen die Leute ja den Zugang haben. Also bei Amazon kannst du ja schon was verdienen. Also bei österreichischen Content auch. Ja, aber auch Amazon Prime zum Beispiel. Einen Film habe ich mir jetzt angeschaut, der ist auf Amazon Prime verfügbar gewesen, ein österreichischer Film. Also. Viel für den österreichischen Film hat man halt auch über die letzten Jahre habe ich halt einige bekommen über diese Standard-Editionen und Zeitungs-DVD-Editionen. Ja. Da kriegt man vieles gutes Zeug. Und da wäre auch mein erster Vorschlag, weil ich bin einmal über eine DVD gestolpert, die mir empfohlen worden ist, der Film der 1. April 2000. Ah ja. Ich hab in der Liste, ich habe die Planung, ist es geplant für den 26. März, weil 1. April. Ah, ist schon in der Liste. Schön, schön. Es gibt noch einen zweiten Film aus seiner Jugend. Es gibt noch einen, es ist, der Film ist aus 1952. Ich weiß. Deswegen sag ich doch aus deiner Jugend. Es gibt noch einen zweiten 1. April Film in der österreichischen Filmgeschichte, der ist irgendwie 1. April 2021 Heider lebt. Heißt er. Das wäre dann fürs nächste Jahr, der 1. April-Film. Dann ist es thematisch leider aus. Also es geht nicht alles so irgendwie. Aber gut, der aber das ist noch nicht spruchreif. Also ich weiß noch nicht, ich habe jetzt die Planung für die erste Folge, weil ich möchte mehr Recherche betreiben und dann sollte eine kurze Episode sein, so 15 Minuten oder so. Dass ich das alles irgendwie in machbaren Grenzen hält. Aber es geht auch um dieses mich selber mehr damit zu beschäftigen und dann auch mehr Content für die Seite und gleichzeitig auch was zu lernen und durch die Recherche. Also die erste Folge wird Nordrand sein. Und da gibt es ja ganz viel auch Literatur dazu und da wird es ganz viel gelesen schon. Und Arbeitsfeed gibt es schon von einem... Nein, es ist einfach eine Folge innerhalb des Feeds. Vom mit dem eigenen Bruttofilmsprodukt-Podcast kommt ja immer Mittwoch die normale Folge und die Folge wird dann am Samstag oder Sonntag kommen. Das heißt, du steigerst deinen Output. Genau, aber ich mache die halt allein, weil die anderen mache ich ja mit meinem Mitbewohner, mit Hans gemeinsam. Und ich weiß noch nicht, wann ich anfange. Also eigentlich wollte ich Anfang des Jahres anfangen, das ist natürlich nicht ausgegangen, eh klar, mit Feiertagsfaulheit und so. Also Februar ist einmal angepeilt, dass im Februar die erste Folge startet. Aber die ist dann halt ein Teil des normalen Streams. Also ich mache nicht den zweiten Podcast auf, weil warum auch? Weil vielleicht ein extra Feed für die Leute, die das nicht interessiert oder umgekehrt. Das ist so. Wenn ich das jetzt auch öffentlich sage, ist ein bisschen Druck für mich auch. Also ihr könnt mich auch gerne... dieser Podcast wäre öffentlich. Schön. Der Hörer ist hier. Aber hier sitzen sieben Leute, die mich... ihr könnt euch die Woche aufteilen. Jeder ruft mich einmal an. Am Tag. Oh mein Gott, die neue Folge. Hast du was gekriegt? Ich kann das sogar automatisieren. Ja. Sechsmal am Tag. Beginne um 0:30 Uhr. 4:30 Uhr habe ich gedacht. Also, 4:30 Uhr. Ja, ich bin so richtig warm geredet jetzt, aber schade, dass der Podcast jetzt. Also ein Mikro ist schon groß. Das heißt, mein Thema. Okay. Oh ja, doch. Du wolltest gar nicht mehr. Oh ja, jetzt sei nicht beleidigt. Komm. Nein, ich bin nicht beleidigt. Schieß los. Achso, soll ich jetzt wirklich noch erzählen? Jetzt habe ich mich aufgehört. Ja, wie ihr wollt. Okay, dann vielleicht könnte sich der interessieren dann. Das wird sie beheiligt lassen, ich bin halt unentschieden. Oder machen wir einfach eine Abstimmung. Interessiert sich hier irgendjemand über Monitor oder etwas dazu? Gregor legt den Daumen auf den Lautstärkeregler und du quasselst dann je nachdem, wie was für ein Monitoring? Maschinenmonitoring. Nein. Also was bei mir könnte es noch bis nächste Woche halten, weil ich muss noch 450 Millionen Einträge löschen. Heute noch.
aus meinem Monitoring-System. 45 Minuten. Irgendjemand hat vorhin Subix genannt. Jack Bauer. Wer war das denn nochmal? Das war ich. Achso, okay. Mit 450 Millionen Einträgen. Dennis, ich plädiere, du machst das nächste Woche. Nächste Woche und dann... Da reden wir drüber. Und du nimmst die Liste mit und liest vor. Genau. Ja, definitiv nächste Woche. In kleinerer Runde. Johnny, ein Schlusswort? Es war sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Das war nach langer Zeit sehr schön. So schön, dass ich Martin wieder mal gesehen habe. Ja, schön, dass ihr beide gemeinsam uns nicht voneinander gewusst. Wir haben uns nicht koordiniert. Das war das Universum. Das aber gleich kommen jetzt in die Single-Gruppe rein, dann gibt es keine Überraschungen mehr. Ja, dann hoffentlich bald wieder. Ja, wie gesagt, jeden Dienstag 19.30 Uhr in der Zypresse. Johnny oder Martin oder Melanie oder Harry live erleben. Oder uns. Schön kurz abgekürzt. Oder uns. Wir sind die Stammcrew. Na dann. Bis bald. Bis die Tage. Bis die Tage. Schöne Woche. Tschüss. Ja, Dreh auch.